herzlich willkommen und einen guten Abend wünschen wir euch aus dem Studio von Gottes Haus. Hallo, schönen guten Abend. Und wir haben gebetet, dass es ein Abend wird, der euch auferbaut, der euch ermutigt, der euch wirklich Visionen gibt für das, was vor euch liegt in der kommenden Woche und darüber hinaus. Und fetten Segen. Und fetten Segen. So, ich möchte euch grüßen mit einem Text aus 2. Mose 19. Wenn manchmal Leute fragen, so, wer sind wir denn eigentlich? Und wir sind ja nur eine kleine Minderheit an Christen oder wie auch was. Und eigentlich sind wir so gar nicht so richtig wichtig oder wie. So, ich möchte euch sagen, wie der Herr uns als seine Kinder sieht. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Das steht in 2. Mose. Der Vers davor, der heißt: Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. So, das ist ein Wort, was für das Volk Israel gesprochen wurde, was an Mose gerichtet war, und Mose hat es dem Volk weitergesagt. Mose kommt heute nochmal. Mose kommt nochmal. Aber wenn du jetzt denkst, das ist ja alles immer nur Altes Testament, ja, da steht, ein heiliges Volk sollt ihr mir sein, heilige Menschen sollt ihr mir sein, dann wirst du auch wissen, dass es nicht nur ein Text für das Volk Israel war und nicht nur für das Alte Testament, sondern in 1. Petrus 2, Vers 9 wird genau das wiederholt. Und wahrscheinlich ist dir der Wortlaut von diesem Vers viel geläufiger. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Amen. Das königliche Priestertum, das heilige Volk, ja, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, ja, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Halleluja. Das ist Neues Testament. Das ist für uns. Das ist unsere, wie soll ich sagen, Identität. Identität, da geht es um Identität. Genau, unsere Job Description. Wir sollen verkündigen die Tugenden dessen, der uns erwählt hat aus der Finsternis in sein Licht. Ja. Und die Offenbarung nimmt das nochmal auf und sagt, und du hast uns unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und wir werden Könige sein auf Erden. Hey, das ist etwas, was uns auf eine völlig neue Ebene, auf eine völlig neue Position bringt. Wenn wir darüber nachdenken. Könige auf Erden. Das heißt, ja, dass man Regentschaft hat ja, im Geist. Genau. Dass man wie ein König im Geist mit Regentschaft vorangeht. Mit genau, Autorität, die der Herr uns gegeben ja, hat. Ja. Deshalb heißt es, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten. Ja. Das ist diese Autorität, da haben wir zu herrschen. Genau. Und mich hat das heute so froh gemacht, diese göttliche Berufung, diese, wie soll ich sagen, dieses Erheben Gottes. Wir sind nicht irgendwie nur eine kleine Schar, die es gerade mal so in den Himmel schafft und hoffentlich bin ich bei der Entrückung dabei und ich mache mir Sorgen um alles, sondern wir haben eine Position. Ja. Und diese Position ist ganz, ganz deutlich. Und wir sind zu Königen und Priestern berufen. Priester ist einfach diese Fürbitte, dieses Gebet, dieses Eintreten für andere, dieses Eintreten für unsere Kinder, für unsere Familien, für unsere Umgebung, unser Volk, wie auch immer der Herr uns das ins Herz gibt. Und dieses Königliche, das hast du gesagt, das ist diese Regentschaft ja, ausüben. Genau. Das Priesterliche und das Königliche, das gehört zusammen für uns ja, als Kinder Gottes. In dieser Woche hat uns eine ganz besondere Nachricht erreicht. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ein echt wirklich schönes, krasses Zeugnis. Und zwar okay, jetzt ist bin ich das mal gespannt. Ja,
Und zwar ist das aufgrund dieses Büchleins passiert. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Da ist ein Übergabegebet drin. Das ist eine, wie soll ich sagen, eine Story. Eine Bekehrungsbroschüre mit einer schönen Story, wo es um den Übergang zwischen Tod und Leben geht. Genau. Und die Birgit, aber eine schöne Story, ja, die das beinhaltet. Eine Birgit hat uns geschrieben, oder ich glaube, sie hat angerufen. Ich glaube, sie hat mich angerufen. Und sie hat gesagt, meine Mutter ist schon 87. Und die hat schon sehr viel gehört über Jesus und über alle diese Sachen des Glaubens. Und sie hat ihrer Mutter dieses Heft gegeben. Und ihre Mutter hat es gelesen. Und danach hat sie das Übergabegebet gesprochen und sie hat gesagt, es ist ihr noch nie so deutlich geworden, wie das ist mit Jesus und im Glauben und dass sie ihr Leben Jesus geben soll. Na, Halleluja. Das ist der Sinn, weshalb wir das geschrieben haben. Genau. Und jetzt ist der Witz der, nein, nicht der Witz. Also der Segen. Der Segen der, sie haben jetzt der Freundin, die auch 87 Jahre alt ist, die Freundin von der Mutter, der haben sie jetzt das Heft auch gegeben und sie beten, dass auch bei der Freundin dieser Durchbruch passiert und sie ihr Herz und ihr Leben mit 87 Jahren noch dem Herr Jesus anvertraut. Es ist niemals zu spät, gerettet Amen. Zu werden. Yes. Diese Broschüre, der Spaziergang, du hörst gerade, kann Leben verändern, ja, ist ein Büchlein, wo es über die Wichtigkeit der Entscheidung geht, mit dem Übergabegebet, ja, mit einem Wiederübergabegebet, Neuanfang, mit ersten Schritten im Glauben und so weiter und auch einer Karte, die man ausfüllen kann oder einer Seite, die man ausfüllen, ja, kann, dass man das Übergabegebet gesprochen hat und so weiter. Auch als Erinnerung. Ja, und das kannst du bei uns kostenlos bekommen. Das wird von Spenden finanziert und wir schicken das also rum. Und wenn du davon welche brauchst, für deine Familie, für deine, was weiß ich, Freunde, Leute haben das bestellt, die sagen, ich arbeite im Altenheim oder sowas, ja, und ich nutze das, um mit Menschen zu sprechen. Oder auch in der Praxis. So haben viele. In der Praxis, ja. Also, wie gesagt, gibt es bei uns kostenlos. Einfach schreiben uns an. Und da steht das zur Verfügung. Genau. Weitere Infos findest du auch bei uns auf der Webseite. Da gibt's das auch, da kann man sich das anschauen, auch wie das aussieht, wenn du erstmal einen Blick drauf werfen willst. Aber ja, gut. Oder eins mal schicken lassen. Wir wissen nicht, wie viele Leute, ja, sich daraufhin schon bekehrt haben, aber es gibt immer wieder super ermutigende, ja, Zeugnisse, ja, ja, so wie, ja, das hier. Ne? Ja, das fand ich Halleluja. Total krass. So, und dann hatten wir diese Broschüre ja jetzt ins Land geschickt. Das ist ja wie ein dicker Sack mit Samen in das Land reingestreut worden. Viele sind total begeistert und haben wirklich für ihren Hauskreis und alle nochmal nachbestellt. Aber was mich echt gefreut hat, das ist, es kam eins der Zeugnisse, das möchte ich euch auch weitergeben, kam zurück und das hat mich auch oder hat uns sehr gesegnet. Da hat jemand geschrieben, wir sind so sehr dankbar für diese Broschüre Gott und das deutschsprachige Europa und wir setzen gerne diese Proklamationen über unser Land und über unsere Region ein. Und dann hat dieser Mann uns geschrieben, dass er heute Morgen in der Bibel gelesen hat und betete und in dem Gebet führte mich der Herr in das Geschehen von 1. Könige 18, wo Elia Ahab ankündigt, ein Rauschen des Regens und es war noch nichts zu sehen. Hm. Also wer diese Story mal nochmal nachlesen möchte, es lohnt sich wirklich. Es war noch nichts zu sehen und der Herr sagte mir das. Und das ist jetzt für euch und für Deutschland, man sieht noch nichts, man hört noch nicht, aber ich will es regnen lassen. Amen. Und die Erkenntnis meines Namens wird beginnen, euer Land zu bedecken und es beginnt und es ist schon ganz nah dran. Darum seid stark und vollkommen ermutigt. So, das fand ich total genial, ja, wenn aus dieser Broschüre, die man selber liest, dass daraus der Heilige Geist es leitet, dass man anfängt zu beten, anfängt zu glauben, anfängt Glauben zu entwickeln für unser Land.
Und wer jetzt ein bisschen sich umschaut, der weiß, es ist zwingend notwendig, einen richtigen Blick zu haben. Ja, auch fokussiert zu sein auf das Richtige, nicht nachzulassen im Gebet, dass es zu dieser neuen Erweckung Gottes kommt. Ja. Nicht aufzuhören zu glauben, dass Gott eine Veränderung noch schenken kann. Deshalb das prophetische Wort. Ja. Das prophetische Wort ist von entscheidender Bedeutung, weil wir müssen wissen, was Gott sagt. Genau. Weil wir hören so viele Stimmen um uns herum, was irgendwer sagt, was alle möglichen Stimmen sagen. Und was ist wirklich real, was ist wirklich die Wahrheit? Ja. Das ist etwas, worauf wir uns fokussieren müssen. Und das ist komplett anders als das, was um uns herum auf uns eindröhnt geradezu. Genau. Also er hat es wirklich sehr gut geschrieben, wie der Herr ihm das gesagt hat. Man sieht noch nichts. Eher Bedrängnis und Umstände, die schwierig sind, aber der Regen ist schon ganz nahe. Ja. Und der Regen Gottes, dieser Frühregen und Spätregen, das sind so ganz besondere Dinge, die Gott uns verheißen hat. Halleluja. So, dann möchte ich ganz kurz... Hast du noch was? Ja, es sind Gebetsanliegen auch reingekommen. Und da möchte ich euch auch Mut machen. Vertraut Gott, dass er in eurem Leben etwas verändern kann. Dass er etwas verändern wird und dass er dran ist, dass es vielleicht auch anders aussieht im Moment, aber der Herr kann mit viel oder wenig helfen. Wer das letzte Mal die Predigt gehört hat von Jonathan und seinem Waffenträger, da war das Wort. Gott genau. kann durch ein bisschen oder durch viel ja. die Dinge verändern und es kommt eine vollkommen neue Situation hervor. So, die Marit hat geschrieben, dass sie uns das Gebetsanliegen geschickt hat und sie hatte eine MRT-Untersuchung und mit dieser E-Mail wollte sie von ganzem Herzen danken. Auch in ihrer Gemeinschaft wurde für sie gebetet, für Heilung und Wiederherstellung und jetzt ist die Bestätigung da, dass die Organe im Bauchraum keinen pathologischen Befund mehr haben. Und es ist ein Wunder für mich und ich bin so dankbar, schreibt sie. Ich habe Gott um Vergebung gebeten für die Vorahnungen, die ich schon Monate mit mir herumtrug. Die Symptome haben ein Gedankenkino ausgelöst. Und es ist wie ein Durchbruch, der mich erkennen lässt, mit welchen Lügen der Feind mich bezwingen will. Und ich will meine Gedanken erneuern und Gottes Verheißungen für mich in Anspruch nehmen. So, es hat ein paar Tage gedauert, bis ich das Ergebnis der Untersuchung so richtig in mein Herz aufgenommen habe. Und jetzt will ich Gott dafür die Ehre geben Halleluja. Und allen danken, die im Gebet diesen Kampf mit aufgenommen haben. So, ich habe noch ein paar, aber ich denke, ja, gib doch noch eins. Hm? Eins noch? Ja, wenn du welche hast. Ich habe noch eins. Das war auch ein ganz besonderes. Zeugnisse von Eingreifen Gottes im Leben von Menschen, das ist immer cool. Also das ist etwas, was den Glauben aufbaut. Denn das, was Gott für jemand anderen tut, das kann er genauso gut auch für dich tun. Genau. Wird er für dich tun. Was ich auch feststelle, ist, Krebserkrankungen sind auch eine ganz starke Waffe in der Hand des Feindes im Bereich Angst. Weil Krebs ist immer mit Tod verbunden. Und deshalb macht es uns Angst. Und deshalb greift diese Krankheit insbesondere unseren Glauben an. Und hier schreibt uns Jörg, er hatte auch um Gebetsunterstützung gebeten und er hatte 2 Tumore. Und dann wurden nochmal Sachen gefunden und es wurde dann operiert und dann wurde die Chemotherapie empfohlen. Und dann wurde gesagt, dass er nochmal ein MRT braucht für den Schädel. Und als er da in dem MRT liegt, da kommt der Feind und
flüsterte mir ins Ohr, jetzt hast du bestimmt auch noch einen Gehirntumor. Da habe ich, das ist jetzt echt ganz cool und wichtig, da habe ich während der MRT-Untersuchung den Herrn angebetet und den Teufel zum Teufel gejagt. Danach war Friede und es wurden keine Metastasen, weder in Lunge, noch in Herz, noch im Kopf gefunden. Am zweiten Tag kamen die Professoren und meinten, dass eine Chemo wohl doch nicht so das Richtige ist, da sie mehr kaputt machen würde als nötig und da der Schatten, der gesehen wurde, an einer anderen Stelle wäre, da würde sowieso keine Chemo hinkommen. Also wurde ich wieder entlassen und dann musste man wieder eine Chemo, wieder eine MRT-Untersuchung im Juli machen zur Kontrolle. Und letzte Woche hat mich die leitende Ärztin angerufen und hat mir mitgeteilt, dass es keinen Schatten mehr gibt, dass die Tumormarker alle negativ Halleluja. Sind. Der so Herr ist das hat richtig. Eingegriffen und hat mich wiederhergestellt. Ich bin so dankbar und preise den Herrn für dieses Wunder. Ich dachte, dass ich es euch kurz mitteile, da ihr ja auch für dieses mein Anliegen gebetet habt. Ja. So, also das sind... Der Herr heilt heute und das ist etwas, was man im Glauben ergreifen muss. Ja. Das ist ein Kampf darum. Ja, das stimmt. Es ist ein echter Kampf und... was ich jetzt im Moment auch ganz stark empfinde, das ist dieser Kampf in unserem Inneren um diese Angst und um dieses Abgeschottetsein, Isolation und wie auch immer. Wir machen diese Gotteshausabende genau aus diesem Grund, dass wir alle unseren Glauben aufbauen. Ja. Dass wir unsere Identität in Christus aufbauen. Ihr Lieben, es ist wirklich, wir unterhalten uns oft darüber, über die Zeichen der Zeit, die wir sehen. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber die Natur draußen sieht richtig, ich würde mal sagen, fast erbärmlich aus. Jedenfalls stelle ich das hier so ein bisschen Land auf, Land ab fest, wenn wir so unterwegs sind. Ich habe jetzt letztens gedacht, es ist einfach ein Zustand, von dem ganzen Land, von den Menschen, von dieser angstbesessenen Geschichte mit diesem Virus. Und es ist... Beziehungsweise mit dem Umgang mit dem Virus. Und wir wollen hier kein virtuelles Geplänkel machen, so hatte das uns jemand vorgeworfen, sondern wir wollen Auferbauung schaffen. Wir wollen Befestigung der Fundamente machen durch die Livestream-Gottesdienste. Wir wollen euch ermutigen, wir wollen euch herausfordern, nicht auszuweichen. Ja, im Glauben zu wachsen. Und im Glauben zu wachsen, zu trainieren. Wir bezeichnen diese Abende eigentlich als eine Trainingseinheit, damit wir unsere geistlichen Muskeln stärken. Und das ist auch etwas länger, was wir machen. Das hast du bestimmt schon gemerkt. Ja. Weil wir in Zeiten hineingehen, wo man das braucht. Ja, also stimmt. Die Zeit von so 20 Minuten Gottesdienst und dann gibt es Kaffee trinken, das halte ich für zu Ende. Zu Ende. Ja, oder irgendwelchen Happy Clappy Party Gottesdiensten. Es muss etwas sein, was dich wirklich im Glauben aufbaut und weiterbringt. Denn in den kommenden Zeiten, in die wir hineingehen, brauchen wir es. Wir brauchen, geistliche Muskeln. Wir müssen aufgebaut sein, wir müssen gestärkt sein, wir müssen wissen, wie wir kämpfen. Wir müssen wissen, wer wir sind im Geist. Und das ist wichtig. Ja? Mhm. Und dafür nehmen wir uns eben auch Zeit, damit man das wirklich versteht und erfasst, damit man gut durch das hindurchkommt, durch den Sturm, durch den Sturm, der vor uns liegt. Ja. Und, oder der um uns herum tobt. Oder ja. Je nachdem. Und, von daher geht das bei uns eben länger. Viele Leute haben uns geschrieben, dass sie gesagt haben, ja, sie machen das dann auf zweimal oder schauen sich es immer stückweise an. Oder schauen sich zweimal komplett an, dann nochmal am Sonntag oder so. Ist doch alles in Ordnung, ist doch dafür gemacht. Ja? Wichtig ist nur, dass man es nimmt als etwas, was einen im Glauben aufbaut. Genau. Ja? Es muss zu einem eigenen Wort werden. Es ist etwas schon, was der Herr uns gibt als Eindruck, würde ich sagen.
Und die sind unterschiedlich. Unsere Eindrücke sind unterschiedlich. Wir kommen von verschiedenen Seiten. Und Martin und ich, wir leben von, auch von Ergänzung. Wir sind an sich schon sehr unterschiedlich. Also, ich bin, wie ich bin, aber sie ist unterschiedlich. Nein, nein, nein. Du bist anders als ich. Ja, wir sind unterschiedlich, aber wir ergänzen uns. Und wir haben deshalb auch oft unterschiedliche Themen. Aber in den Rückmeldungen merken wir, wie sehr Menschen mit dem einen und anderen gesegnet sind, wie sie es nehmen können und wie sie es in ihr Glaubensleben integrieren können. Und das ist das Ziel von diesen Abenden, die wir machen. Und wir Amen. Beten, dass sie heute Abend dir zum absoluten Segen, zur Hilfe und zur Erbauung werden. Ja. Und, Auferbauung. Genau, und deshalb. Also diese Abende sind aus Gebet heraus geboren. Ja? Wir ja. überlegen uns nicht irgendein Thema, wo wir sagen, was passt denn jetzt marketingmäßig, dass wir ein paar Zugriffszahlen haben oder was. Sondern das ist etwas, wo wir beten und wo wir hören, Herr, was ist dran? Und manchmal ist es anders als das, was wir uns ausgedacht hätten. Ja, das stimmt. So, jetzt bin das ich mal stimmt. gespannt, was du erzählst. Ja, ja. Ich fange jetzt mal an. Mhm. Ich fange ja öfters mal an. Du fängst eigentlich immer an. Ja. Nein, nicht immer. Nicht immer. Okay, so. Aber fang mal an. Ja. Das Thema, was mir der Herr in dieser Woche wirklich auf den Tisch gelegt hat, das heißt mitten im Sturm. Und dieses Thema ist etwas, was aus einer persönlichen, wie soll ich sagen, Sturmerfahrung in dieser Woche gekommen ist. Und von dieser Sturmerfahrung möchte ich euch jetzt ein wenig berichten. So, Stürme, das ist ja etwas, was wir nicht so gerne haben. Und Stürme sind etwas, was mit Kraft zu tun hat, mit etwas, was wir nicht bestimmen können, wo wir nicht unbedingt eingreifen können. Stürme, da hören wir oft von Bildern der Verwüstung, von Sachen, die wirklich zerstörerische Kraft ist. Nun, Wind an sich ist tatsächlich Kraft. Sturm hat Kraft. Und wir nutzen diese Kraft zum Positiven, eben Windkraft, aber sie hat eben auch diese negative, zerstörerische Kraft. Stürme sind wirklich etwas Sonderbares. Und wenn ihr euch an Bilder erinnert aus den USA, wenn diese Hurricanes kommen, dann seht ihr oft, dass Leute anfangen, ihre Häuser zu verbarrikadieren. Da seht ihr, dass sie Vorräte holen. Dann seht ihr, dass sie wirklich sich darauf vorbereiten. Und der Witz ist eigentlich, nein, nicht der Witz, das Merkwürdige ist, dass vorher, wenn sie alle diese Maßnahmen ergreifen, ja der Himmel wirklich blau ist und es ist überhaupt kein Sturm oder kein Wind oder irgendwas da, sondern die Sonne scheint, es ist warm und trotzdem haben sie von den Wettervorhersagen eine Information bekommen, dass eben ein Hurrikan sich nähert. So, und das ist etwas, was sie dazu veranlasst, dass sie anfangen, sich zu schützen. Ich habe mal gelesen, dass Bambus eine Eigenschaft besitzt, also diese Bambusstangen, diese Bambus Flächen, die es da gibt, wenn da ein Sturm kommt, ein heftiger Sturm, dann hat dieser Bambus die Fähigkeit, sich fast auf den Boden zu drücken. Und wenn man das Bild sieht, dann denkt man, dass der Bambus kaputt ist. Der ist tot, da ist nichts mehr. Aber nach einer gewissen Zeit stellt man fest, dass diese Bambusstiele, Stängel, diese Äste sich wieder aufrichten und wieder belastbar sind. So, man weiß, dass Stürme verheerende Wirkungen haben können. Ihr kennt bestimmt alle den Begriff Lebensstürme oder viele ältere Leute sagen jüngeren Leuten, ihr kommt auch noch in Lebensstürme rein oder wenn ihr mal in die Lebensstürme reinkommt. Und damit ist gemeint, es sind Situationen, die plötzlich in das Leben hineinkommen. Ich habe vorhin diese
beiden Zeugnisse vorgelesen, wo es um diese Krebserkrankungen geht. Das sind Stürme. Das ist in den Auswirkungen gefühlsmäßig wie ein Hurrikan, der plötzlich über alles drüber fegt. Und man denkt, es ist aus, es ist vorbei, es ist Schluss. Und nicht nur jetzt in diesen Krankheitsdingen ist das so, sondern es ist auch mit anderen Dingen so. Wenn man plötzlich am Ende ist mit den Finanzen, es ist plötzlich so, dass man in Beziehungen totale Sturmsituationen erlebt und die sind sehr, sehr schmerzhaft. Und diese Umstände und dieser Schaden, der oft in unserem Leben dadurch passiert, das ist wirklich eine Herausforderung. Wir wissen auch, dass Stürme oder diese Sturmzeiten in unserem Leben oft vorübergehende Zeiten sind. Sie sind da, kommen oft unvorhergesehen, kommen plötzlich, bügeln uns ab und sind dann wieder rum. Und dann schauen wir, wie wir rauskommen oder wie wir rausgekommen sind oder was von uns noch übrig ist oder welcher Schaden dadurch entstanden sind. Schaden, der eventuell verursacht wird oder Schaden, der bleibend ist. Das ist immer unterschiedlich. Und zu diesem Thema heute Abend hatte ich wirklich in dieser Woche eine Sturmerfahrung gemacht, die plötzlich kam. Ich war nicht darauf vorbereitet und es war sehr, sehr heftig für mich. Es kam etwas, was ich von unterschiedlichen Seiten aufgebaut hatte und sich gegen uns oder gegen mich richtete. Auch von Menschen, die weiter weg sind, Menschen, die eigentlich, die wir gar nicht richtig wirklich kennen, aber auch Menschen, die wirklich dichter an uns dran sind. So, und je dichter Menschen an dir dran sind, desto, und wenn es dann zu diesen Sturmerfahrungen kommt, zu diesen Umständen, zu diesem Erleben, dass da plötzlich etwas aufkommt, dann ist es immer so, dass die Leute, die ganz dicht an dir dran sind, die können dir am meisten Schaden zufügen. Nun weiß ich, dass das mit den Stürmen auch eine Sache ist, die alle von uns dann und wann erleben. Manchmal weniger, manchmal mehr. Das sind Kraftwirkungen und der Feind nutzt diese Stürme, um unser Glaubensleben zu attackieren, um uns zu bedrängen, um uns zu verletzen, um uns wirklich zu irritieren. Und letztlich soll unser Glaube dadurch, wie soll ich sagen, mürbe gemacht werden. Gott, wo bist du? Und ich, mitten in dem Sturm und ich schreie oder ich rufe oder ich bete oder ich weine oder was auch immer. Und Herr, wo bist du denn eigentlich? Was wir auch feststellen ist, dass wir dann, wenn wir unter diesem Sturmerlebnis sind, den Herrn ganz schlecht hören. Der Heilige Geist scheint total weg zu sein oder wir hören seine Stimme nicht. Wir empfinden diese Irritation und wir sind fast in diesem Schmerz dem Feind ausgesetzt und dieser Frustration und diesem tiefen Schmerz in unserer Seele und in unserem Herzen. Und oft geht es nicht ohne Tränen. Und dann mischen sich in diesen Zustand oft Sorgen mit rein. Wie soll das denn mit dieser Situation weitergehen? Wie soll denn da eine Lösung kommen? Wie soll das denn hinterher weitergehen mit dem, was dann hinterher davon übrig bleibt? Und wie soll ich denn hinterher mit diesen Dingen umgehen? Welche Folgen wird die Kraftauswirkung dieses Sturmes, dieses Lebenssturmes in meinem Leben haben? Ich habe das letzte Woche so deutlich erlebt. Das ist für mich auch sehr schmerzlich gewesen.
Und dann habe ich was ganz Interessantes festgestellt. Immer wenn ich in bedrängende Situationen komme, wenn ich auch in Krankenhausaufenthalten war oder wenn etwas Schmerzhaftes in mein Leben kam oder kommt, meine erste Hilfe, das muss ich wirklich sagen, ist fast wie so ein Erste-Hilfe-Kasten. Ich suche sofort meine Bibel. Ja, da sind manchmal Tränen. Ja, da ist manchmal Frust. Ja, da ist Erschütterung, da ist völliges Abgebügeltsein und nicht wissen, wie es weitergeht. Aber ich hole meine Bibel, ich schlage sie auf und ich lese darin. Und es ist so, ich habe letzten Freitag schon mal davon gesprochen, dass ich dann anfange, in den Psalmen zu lesen. Ich möchte euch das ganz, ganz, ganz ans Herz legen. Mach das. Wenn es dir schlecht geht, mach das. Und lass dir nicht gleich vom Feind reden. Ist doch blöd, wenn du Bibel liest und du verstehst es nicht und du kannst dich gar nicht konzentrieren und du musst ja alles nochmal lesen und dann hast es immer noch nicht kapiert und du hörst Gott ja sowieso nicht. Lasst euch davon nicht ablenken. Es stimmt nicht. Es ist nicht die Wahrheit. Das Wort Gottes spricht immer zu uns, immer. Es redet immer in unsere Herzen und in unsere Seele. Ich fange dann an, in den Psalmen zu lesen. Wenn dir der Psalm 23 ein guter Psalm ist, den du kennst, wo du schon mal auch Erfahrungen gemacht hast beim Gebet, nimm den. Wenn du den Psalm 91 kennst, der ging ja anfangs dieser Corona-Krise, ging der ja tatsächlich um die ganze Welt. Aus ganz, 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 ganz vielen verschiedenen Gemeinden, aus Werken, wirklich rund um die Welt wurde dieser Psalm 91 weitergegeben. Und dieser Psalm spricht von dieser Geborgenheit in Gott. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und bleibt im Schatten des Allmächtigen, der spricht zu dem Herrn, meine Burg, meine Festung und ich werde nicht wanken. Und wenn du andere Psalmen kennst, andere Bibelworte, die dich schon mal getröstet haben, wenn du die Jesaja-Texte kennst, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht. Ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn es das ist, was du kennst, bete das, lies das, verinnerliche das. Ja, es kann sein, dass das nicht mit einem Psalm geht, weil du musst verstehen, oder du weißt es ja, unser Herz ist so aufgewühlt, es ist so im Druck, es ist so verwirrt. Unser Geist ist so am Hin und Her, wie geht das jetzt, was ist da jetzt und alles, dass wir nicht so ganz richtig schnell den Zugang finden. Aber ich sage dir, der Herr wird dir ein Wort des Trostes, der Auferbauung, der Ermutigung, der Erfrischung, der Erquickung, dem Aufhelfen wird er dir geben. In dem Psalm heißt es, er ist der, der mein Haupt erhebt. Und das ist ganz, ganz nötig in diesen Sturmerlebnissen. Und gut ist es auch, wenn wir wirklich aufpassen, wenn wir in dieses Lesen der Psalmen, der Worte Gottes in der Bibel, wenn wir dem nachgehen, wenn wir uns darauf einlassen, dass wir unseren eigenen negativen Gedanken gebieten, dass sie aufhören. Du musst wirklich Position einnehmen und du musst sagen, in dem Namen Jesus, dieses Negative, dieses Frustrierende, dieses Runterziehende, was der Feind als Absicht hat, ich verbiete das, dass das in meinem Herzen jetzt immer weitergeht. Und das andere, was mir auch immer hilft, das ist, dass ich anfange, in Zungen zu beten. Und das ist etwas, was mich loslöst von dem normalen Beten, oh bitte Herr Jesus, hilf mir doch jetzt und Herr Jesus, greif doch ein und jetzt mach doch endlich was und jetzt tu doch was und jetzt sprich doch zu dem anderen, der mich jetzt hier so attackiert hat. Sondern dieses Beten in dem Heiligen Geist
bringt mich auf eine andere Ebene. Ich komme in eine andere Position. Ich gucke von oben auf diese Dinge herunter. Ja, es ist ein bisschen Training, es ist ein bisschen Entscheidung nötig, es ist ein bisschen dranbleiben nötig, aber wir haben eben schon mal gesagt, wir gehen nicht in Zeiten, die lockerer, flockiger werden, sondern wir werden in Zeiten gehen, die uns ganz viel herausfordern, die unseren Glauben bis aufs Letzte herausfordern. Und dann musst du wissen, wie gehe ich mit den Stürmen um und weiche den Stürmen nicht aus, sondern nutze sie wirklich höher zu kommen und mit dem Herrn durchzukommen. Und es ist so, dass es da ein ganz tiefes Wissen gibt, dass der Herr in den Situationen dabei ist, dass er immer bei mir ist und dass er mich trägt. Er trägt mich und er trägt dich. Er trägt dich durch jetzt deine persönliche, jetzt andauernde Sturmerfahrung. Da ist Gott, der dich trägt. Jesus ist da, der dich trägt. Erinnere dich, im Neuen Testament wird die Geschichte uns berichtet von Jesus und den Jüngern im Sturm, in dem Boot. Und die Jünger sind vollkommen aufgeregt und sie sind am Schuften und versuchen, dieses Boot irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und sie gehen hin und sind dann sehr vorwurfsvoll und sagen, wie kannst du schlafen, während wir hier im Sturm umkommen? Und dann lesen wir, dass Jesus dem Sturm gebietet und der Sturm schweigt und das Wasser wird still und sie können alle gesund und wohlbehalten am Ufer wieder ankommen. Und das ist das Wort für dich heute Abend. Jesus wird dich durch den Sturm durchbegleiten. Er ist immer da. Er ist immer an deiner Seite. Auch wenn du denkst, ja, der pennt, der antwortet mir ja noch nicht mal. Sag das nicht, sondern bezieh dich darauf und sag, so wie du bei den Jüngern damals im Boot mit dabei warst, so bist du bei mir jetzt in meinem Sturm mit dabei. Ich habe dann in diesen paar Tagen habe ich dann wirklich viel mehr gebetet als sonst. Ich habe viel mehr in der Bibel geforscht als sonst. Und dann fiel mir einer meiner Lieblingsverse ein. Den möchte ich dir für diese Sturmerfahrungen deines Lebens möchte ich dir weitergeben. Das ist etwas, es ist wirklich besonders. Und du findest das in 5. Mose 32, Vers 11 und 12. Ein praktisches Beispiel aus der Bibel. Und ich liebe das. Ich liebe das, wenn der Herr mir praktische Beispiele gibt aus meinem Leben, aus meinem Alltag oder eben, wenn ich diese praktischen Beispiele in der Bibel finde. Das ist so cool. Und du musst danach Ausschau halten. Du musst sagen, Herr, ich will das wirklich in der Bibel entdecken, dass ich das verstehe, dass das ja mit meinem Leben was zu tun hat. Und das ist ein Vers, der mich wirklich getröstet hat. Und darüber möchte ich ganz kurz mit euch sprechen und nachdenken. Da heißt es, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt, so leitete ihn der Herr allein. Eine merkwürdige Bibelstelle wirst du jetzt denken. Hä? Was ist denn das jetzt? Was hat denn das mit Sturm zu tun? Und trotzdem, es wird dir mit Sicherheit zum Gewinn. Denn Gott selbst stellt uns in diesem Bild diesen Adler vor. Er selbst bezeichnet sich in diesem Beispiel als einen Adler. Und in der Bibel findest du ganz, ganz viele Bibelstellen, die mit diesem diesem Adlersymbol zu tun haben. Er ist ein Symbol für Höhe, für Geschwindigkeit, für eine andere Dimension, für trotz des Sturms aufsteigen
Adler lieben und brauchen den Sturm. Sie brauchen diese Thermik. Sie brauchen diesen starken Wind, denn dann steigen sie auf und sie breiten ihre Flügel aus und sie legen sich quasi auf diese Thermik drauf. Es ist ein Bild für Fürsorge, für einen Tilger des Bösen, und es ist ein Bild, wie Gott in seiner Fürsorge uns Menschen trägt. Er wird in der Bibel als König der Vögel bezeichnet, und wegen seines hohen Fluges wird er gerühmt. Du kannst das nachlesen in Sprüche 23, Vers 5 oder in Hiob 9, Vers 26 oder in den Klageliedern 4, Vers 19. Er ist ein Symbol von Kraft und Erneuerung im Psalm 103, Vers 5. Der Adler, dessen Weg am Himmel ist, heißt es in Sprüche 30, Vers 19, und er erhebt sich hoch über alle anderen Tiere. In der Bibel steht der Adler für Schnelligkeit und Kraft, und die Überlegenheit des Adlers im Sturzflug, seine Beute zu erlegen, das wird als Bild für militärische Macht, der kein Feind widerstehen kann, in der Bibel gebraucht, nämlich in Jeremia 48, Vers 40. Und bei Hesekiel ist das Gesicht eines Adlers die Beschreibung der vier Gestalten, die um den Thron Gottes sind. So, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Verse, Verweisstellen, die alle über dieses Adlerbild sprechen. Und das hat mir sehr geholfen, das Verständnis dafür zu bekommen, wie Gott in meiner Erfahrung mit diesem plötzlichen Sturm, wie inmitten dieses Sturms er da war und mir geholfen hat und mich getragen hat. Und hier in diesem Vers wird Gottes Fürsorge für dich und mich abgebildet. Gott selbst vergleicht sich mit einem Adler, eben durch diesen besonderen Trost, wenn wir von Lebensstürmen, Herausforderungen, Überlebensängsten, Nöten, sogar wenn man denkt, mein ganzes Leben ist am Abstürzen. Und ihr glaubt es, die Gebetsanliegen, die bei uns reinkommen, sind solche, die mich zutiefst in dieser Art und Weise selbst berühren. Es sind Menschen, die im Glauben stehen und denen solche Widrigkeiten echt widerfahren. Adler fliegen in großer Höhe, und da habe ich gedacht, erlaube dem Feind niemals, dass er dir negative Gedanken in den Kopf pflanzt, sondern sag Nein zu diesem Geist der Angst und dieser Befürchtung und dieser Panik und diesem Ausgeliefertsein und diesem platt am Boden liegen und ich kann ja nichts mehr machen, sondern steh auf. Es ist so, dass Adler sich immer erheben. So, Adler, das ist echt krass, du musst da unbedingt dich mal drum kümmern. Adler bauen ihr Nest aus Dornen, aus richtigem Dornengestrüpp, hoch oben in den Felsen aus Dornengestrüpp. Und bevor das Adlerweibchen diese meistens nur zwei Eier da reinlegt, wird es ausgepolstert mit weichem Moos. Wenn die Jungen dann Flügge werden und jetzt fliegen sollen, dann ist das ein echtes Gezeter. Ihr könnt mal auf YouTube eingeben, Adler lernt fliegen oder so. Dann könnt ihr das sehen, was das Adlerjunge für ein Getue macht und nicht will und mit den Flügeln flattert und diese Panik. Und die Adlermutter sitzt dabei und guckt sich das an und denkt sich wahrscheinlich, ja Kind, jetzt fang mal an, du musst fliegen, du musst selbstständig werden, du musst lernen, dass du im Sturm, der kommen wird, aufsteigen musst, dass du dich auf den Sturm legen musst, damit der Sturm dich trägt. So, und irgendwann, diese Jungen, die wollen das nicht. Und dann fängt sie an und nimmt dieses Moos und dieses Weiche, nimmt sie alles aus dem Nest raus und macht das Nest so richtig unangenehm.
Und in diesem Vers hier lesen wir genau das, wie der Adler sein Nest aufstört. Es wird unbequem. Das Adlerjunge muss zum Fliegen kommen. Es muss lernen zu fliegen. Es muss aufstehen, denn es muss sein Fressen selber erjagen, sonst würde es verkümmern, wenn es in diesem Nest bleibt. So, und aufmerksam beobachten die Adlereltern diese Flugversuche. Und das hat mich echt zum Schmunzeln gebracht, denn irgendwann hört dieses Flattern tatsächlich ein bisschen auf und das Adlerjunge breitet seine noch etwas kurzen Flügel aus und es fliegt aus dem Nest. Und ich denke mir, irgendwie merkt es ziemlich schnell, Hilfe, Hilfe, da ist ja nichts mehr unter mir als Abgrund, als tiefe Täler, als Felsen und weit und breit kein Ast in Sicht, auf den man sich schnell mal hinsetzen könnte. Und das Adlerjunge fängt an zu schreien. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinen Situationen. Als ich diese Woche diese Erlebnisse hatte, ich habe wirklich geheult und gezetert und habe gedacht, das kann ja irgendwie gar nicht sein. So, und wenn das bei den Adlerjungen passiert, dass sie dann in der Luft sind und sie fangen an zu zetern, dann kommt dieser alte Adler, der Adlervater oder die Mutter, je nachdem, kommt und fliegt unter dieses Adlerjunge und das Adlerjunge lässt sich auf diese Flügel nieder. Ich denke, es begreift, dass das etwas ist, was es kennt oder vielleicht sind es auch die Laute oder wie auch immer. Und genau das steht in diesem Bibeltext drin. Da heißt es nämlich, und wie er über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet und es aufnimmt. Ist das nicht krass, dass Gott selber in diesem Beispiel sich so für uns als fürsorgender Vater darstellt? Das ist wirklich erstaunlich. Seine Flügel sind stark und seine Flügel werden auch dich tragen. Wenn du denkst, ey, vor mir tut sich nur noch Abgrund auf, dann denk an diesen Vers, an dieses Beispiel mit dem Adler. Die Flügel breiten sich unter dir aus und du kannst auf diesen Flügeln getragen werden über diese Abgründe. Und es heißt, sie auf seinen Schwingen trägt. Der Adler trägt dieses Junge, was so in Verzweiflung ist, was so hilflos auch noch ist, er trägt es einfach auf seinen Schwingen und er bringt es wieder auf das Nest zurück. Und vielleicht ist das jetzt genau deine Situation. Und du fragst dich, wo ist denn der Herr? Plötzlich sind diese Zweifel da und diese Fragen und wie soll das alles jetzt weitergehen? Gottes Flügel tragen dich. Und Adler lieben den Sturm. Guck mal, Gott ist deine Situation nicht fremd. Er sagt nicht, naja, jetzt gehst du halt mal durch den Sturm durch und dann ist gut. Geht ja auch wieder vorbei und macht dir mal nichts draus. Sondern er weiß, wie sehr du angegriffen bist. Er weiß, wie sehr der Feind dich auch attackieren möchte. Er weiß, wie sehr du ihn jetzt brauchst und seinen Schutz und seine Fürsorge und dass er dich tragen möchte. Gott möchte dich tragen. Und der Schlusssatz von diesem Vers heißt ja, so leitete der Herr ihn allein. Das ist bezogen auf Jakob, der von Gott geleitet war und das Volk Israel, was geleitet wurde. Und das ist eine Zusage auch für uns. Und in 2. Mose 19, Vers 4 heißt es, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Guck mal, da ist eine Fürsorge, eine Vorsorge Gottes für dein Leben, dass er dich zu sich bringen will. In diesen Sturmerfahrungen will er unter dich kommen und er will dich tragen. Unter dir sind ewige Arme, so heißt es in 5. Mose 33, Vers 27. Unter dir sind ewige Arme. Auch wenn du morgen eine Untersuchung hast oder wenn du nächste Woche irgendwie eine schwierige Situation zu durchstehen hast,
Denk an dieses Bibelwort. Unter dir sind ewige Arme. Und in dieser engen Beziehung mit Jesus werden wir immer mehr in diese Vertrautheit hineinkommen. Wir werden immer mehr da hineinkommen, zu verstehen, dass da etwas ist, was uns trägt. Und nicht nur etwas, sondern der eine, der die Dinge überblickt, der auf einer ganz anderen Ebene sich bewegt. Er kommt unter uns und er nimmt uns auf seine Schwingen und er trägt uns. Und einer der schönsten und tröstlichsten Verse für mich, auch für heute Abend, für dich, ist aus Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Du wirst nicht daran scheitern, was auch immer jetzt in deinem Leben ist. Du wirst getragen. Es sind unter dir die Flügel Gottes, der wie ein Adler dich über die Abgründe trägt. So, ich möchte gerne beten. Martin kommt auch zum Beten. Und wir wollen für die beten, die jetzt gerade in diesen Stürmen sind, die jetzt gerade diese Erfahrung machen, dass es Abgründe sind, denen sie gegenüberstehen. Oder so hohe Höhen, dass sie sagen, ich schaffe das niemals, darüber wegzukommen. Ich möchte beten für die, die denken, ich habe keine Kraft mehr. Und ich kann nicht mehr weiterlaufen. Und wir wollen jetzt einstehen, gemeinsam für die Leute zu beten und zu bitten. Ja, die im Bedrängnis sind, ja. Die im Sturm sind, ja. Die in Herausforderungen sind. Amen. Wer ist das nicht? Ja, wer ist es nicht? Aber es gibt, wie gesagt, es gibt manchmal heftige, plötzliche Stürme und es gibt auch Zeiten, wo es uns besser geht, einfach gut geht. Und wir wollen dankbar sein für die Zeiten, wo es uns gut geht. So, ich möchte beten. Ja, ja? Wir dürfen auch dankbar sein für die stürmischen Zeiten. Im Nachhinein stellt man häufig fest, das sind die Sachen, die einen weitergebracht haben. Ja, das stimmt. Hochgetragen haben. Ja. Der Adler braucht ja Gegenwind, um aufsteigen zu können. Richtig. Er braucht diese Thermik und es ist in diesem Adlerbild steckt ganz viel drin, auch was wir als Glaubensleute unbedingt verstehen und trainieren müssen, wie auch immer. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort als Zuspruch gibst. Und ich spreche das aus für jeden, der jetzt hier im Livestream-Gottesdienst ist. Ewige Arme sind unter dir ausgebreitet. Ewige Arme tragen dich, so wie der Adler seine Flügel ausbreitet. So wie der Adler das Nest aufstört, so wie er über den Jungen kreist, wie er unter die Jungen kommt und sie aufnimmt und trägt. So wird der Herr dich leiten durch diese Situationen, durch die du jetzt gerade gehen musst. Amen. Wir proklamieren, dass der Feind in seinen Machenschaften vernichtet und zurückgeschlagen ist. Amen. Und dass es keine Auswirkungen in der Zerstörung auf deine Lebenssituation haben wird. Herr, ich danke dir für das Wort der Gnade, für das Wort des Zuspruchs, für das Wort der Erfrischung, dass wir wieder neu uns im Bewusstsein hineinrufen. Ewige Arme tragen uns. Amen. Und ich proklamiere die, die jetzt kraftlos sind. Menschen, die jetzt im Krankenhaus sind. Menschen, die jetzt attackiert sind mit irgendwelchen Schmerzen und mit ausweglos aussehenden Situationen. Ich proklamiere, du wirst nicht müde. Du wirst nicht matt. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Amen. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Ich proklamiere dieses Wort der Kraft in deine Situation. Amen. Und ich spreche aus, als Kinder Gottes sind wir keine Hühner, die beim Sturm in dieses Hühnerhaus gehen, in den Stall gehen, sondern
Wir sind Leute, wir sind Menschen, die gerade durch den Sturm hindurchgehen und wir nehmen das und wir werden emporgetragen. Amen. Wir werden dadurch stärker, wir werden dadurch vorankommen, wir werden dadurch geformt und wir werden dadurch nicht irgendwie runtergedrückt und fertig gemacht, sondern wir werden die Herausforderung nehmen und hindurchgehen mit der Hilfe des Herrn und wir werden gesegnet, gestärkt, gewappnet daher wieder herauskommen. Amen. Das ist das, was die Bibel sagt. Ja? Diese Herausforderungen, diese Stürme, die Situationen sind etwas, was wir wie ein Adler nehmen, wie ein Adler. Der hat keine Angst vom Sturm, sondern der lässt sich vom Sturm einfach tragen und er kommt weit, weit und er kommt ganz hoch. Amen. Und das soll für dich und mich gelten, im Namen Jesus Christus. Yes. Das bete ich für jeden, der in Bedrängnis ist, dass er das Verständnis dafür bekommt, dass diese Sache etwas ist, was ihm zum größten Segen werden kann. Denn wenn Gott für uns ist, was kann gegen uns sein? Amen. Ja, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Alle Dinge, alle, egal wie verrückt die Situation aussieht, sie kann dir zum Besten dienen. Nimm es einfach als etwas, was du über deinem Leben aussprichst, und wo du dich nicht von fertig machen lässt, sondern wo du sagst, das wird mich voranbringen. Ich werde aufsteigen wie ein Adler. Amen. 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 Cooles Bild. Cooles Bild. Coole Story. Hat mir sehr gut getan, hat mich sehr gesegnet, hat mich hochgehoben. Und das ist das, was ich am Wort Gottes so sehr liebe, dass es mich hochhebt, dass es mich trägt. Und das ist etwas, was ich sehr schätze, was ich immer wieder übe, was ich lernen möchte, das ist wirklich aktiv durch diese Dinge hindurchzugehen mit Jesus an meiner Seite, dem Heiligen Geist, der in mir ist und in dem Bewusstsein, dass der Vater im Himmel seine Schwingen unter mir hat. Halleluja. Ich werde nicht fallen und du auch nicht. Und letztlich wird er uns sowieso in die Ewigkeit geleiten. Amen. Wann auch immer. Was auch immer für Herausforderungen kommen in diesem Leben. Letztlich ist es nur die Vorbereitung für das, was in Ewigkeit auf uns wartet. Wir müssen wissen, dass dieses irdische Leben sowieso nur etwas ist, was uns für das eigentlich Entscheidende, Wichtige vorbereitet. Yes. Amen. Amen. Yes. Wunderbar. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich möchte heute zum Thema göttliches Feuer mit dir sprechen. Göttliches Feuer. Weißt du, die Bibel ist gestopft voll mit dem Thema Feuer. Feuer, wie beispielsweise findest du das beim Brandopfer, beim Rauchopfer. Ich habe im Live-Chat gerade gesehen, jemand sagt, das ist ja wie so Rauch, der hier aufsteigt, hier hinten. Ja, also wie bei so einem Opfer, das wird verbrannt, egal was es ist, ob das jetzt ein Opfertier ist oder ein Speisopfer oder was auch immer oder irgendwelche wohlriechenden Essenzen oder so. Es wird verbrannt und es steigt ein Rauch auf. Ja? Und da gab es eine Fülle von Opfern, die wurden komplett verbrannt. Ne? Das heißt, du brauchst immer, wenn es um Opfer geht, brauchst du Feuer. So, das fängt an schon ganz früh in der Bibel mit dem Opfer von Noah. Ne? Und wird dann immer weiter fortgesetzt, bis dahin, dass es im Alten Testament heißt, dass das Feuer auf dem Altar Gottes niemals ausgehen darf. Es muss immer Feuer da sein. Es muss immer auf dem Altar, im Heiligtum, das Feuer brennen. Das Interessante ist, da kommen wir später noch drauf, dieses Feuer war sogar von Gott selbst entzündet worden. Das ist cool. Von Gott selbst entzündet. Ne? Und sollte das Feuer durch irgendwelche Sachen mal ausgehen, was tatsächlich vorkam, beispielsweise weil Krieg war oder sowas oder... Ihr wisst, dass das Heiligtum auch schon sogar zerstört worden ist in den turbulenten Geschichte von Israel. Und man musste neues Feuer machen, dann gab es genaue Vorschriften, wie das gemacht werden musste. Und alles andere galt als falsches Feuer. Und falsches Feuer war im Heiligtum nicht erlaubt. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Story von Nadab und Abihu, das waren zwei Söhne von Aaron und die haben das irgendwie nicht ernst genommen oder nicht gewusst. Kurz und gut, die kamen mit solch einem nicht richtigen Feuer, wollten damit dem Herrn dienen und sie kamen um. Es hat ihnen ihr Leben gekostet, das falsche Feuer. Wir lesen in 4. Mose 16 sogar eine Story, wo 250 Männer umkommen, weil sie mit eigenem Feuer gekommen sind. Ja? Die sterben, weil das göttliche Feuer sie verzehrt. Ganz eigentümlich, wo du merkst, huch, da steckt aber eine Dramatik drin. Ne?
Auch bei Elia lesen wir, dass das Feuer vom Herrn zweimal fiel und jeweils 50 Soldaten vernichtet hat, verzehrt hat. Also Feuer, wie wir natürlich alle wissen, hat zerstörerische Kraft. Und trotzdem ist Feuer etwas, was jeder von uns zum Leben unbedingt braucht. Ja, die ganze menschliche Kultur, die Existenz ist mit dem Feuer aufs Engste verbunden. In der Bibel nun ist Feuer, wir werden das uns gleich noch näher anschauen, ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Wenn Gott gegenwärtig ist, dann geht es häufig, wenn nicht immer, um Feuer. Feuer ist ein Werkzeug, was er nutzt. Feuer ist etwas, was er gebraucht. Er sagt beispielsweise im Psalm 104, dass er Winde zu seinen Boten macht und Feuer und Lohe zu seinen Dienern. Ja, das ist also etwas wie ein dienstbares Element, was er nutzt, was er gebraucht. Ne? Also, und dieses Feuer gebraucht er zum einen als Zeichen seiner Gegenwart, seiner Macht, zur Hilfe für Menschen, zum anderen aber auch natürlich für Gericht. Gericht, Feuer und Gericht gehören ebenso eng zusammen. Ganz spannende Geschichte. Gott offenbart sich häufig im Feuer. Hesekiel, der Prophet, sieht ihn so. Ja? Johannes sieht ihn so bei der Offenbarung. Und auch, wenn der Herr wiederkommt, wird er im Feuer wiederkommen. Das lesen wir beispielsweise in Thessalonicher 1, Vers 8. Okay. Gott und Feuer gehört aufs Engste zusammen. Vielleicht war dir das noch nicht so ganz bewusst. Aber es ist ein Thema, was sich von der Bibel von ganz zu Anfang bis hin in die Offenbarung wirklich durchzieht. Gott und Feuer. Und zwar zum einen natürlich wegen seiner Herrlichkeit, wegen seinem Licht, wegen seinem Ausstrahlen, wie gesagt, und zum anderen eben auch wegen diesem Zorn, wegen diesem Grimm, wegen dieser Rache, ja, wo das Feuer eben die Sünder verzehrt, ne, wo es die feindlichen Machenschaften verzehrt. So heißt es beispielsweise, dass das Feuer etwas ist, was wie Stoppeln verbrennt. Das heißt, da bleibt nichts. Das Feuer Gottes hat diese zwei Charaktere. Es ist auf der einen Seite zum größten Segen für die, die mit Gott gehen, und zum anderen ist es zum größten Verderben für diejenigen, die sich ihm widersetzen. Und das ist etwas, was wir ernst nehmen sollen. Jesaja 66, ab Vers 15 heißt es: Denn siehe, Jahwe kommt im Feuer und wie der Sturmwind und seine Wagen, um seinen Zorn auszulassen, in Glut und sein Drohen in Feuerflammen. Denn mit Feuer hält Jahwe Gericht. Mit Feuer hält der Herr Gericht. Eine wichtige Bibelstelle. Mit Feuer hält der Herr Gericht. Feuer und Gericht, Feuer und Gerechtigkeit gehören zusammen. Maleachi 3, Vers 2 heißt es: Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Das Feuer eines Schmelzers, ein Reinigungsfeuer. Ja? Auch das Wort Gottes wird mit dem Feuer verglichen. Das finde ich ja auch sehr interessant. Jeremia 23, Vers 29. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht Jahwe, und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert? Hey, ist das Wort Gottes für dich brennend wie Feuer? Viele Leute erleben das, dass sie irgendwann einmal überführt werden, häufig bevor sie sich bekehrt haben, dass sie sagen, es war etwas, das, da kam ich nicht raus, das hat mich gepackt, das hat gebrannt, das war etwas, das Wort, was mich wie im Feuer erwischt hat. Das ist gut. Das ist gut. Wir müssen das Wort in einer Art und Weise verkündigen, dass es brennt, ist wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und nicht angepasst, weichgespült, rundgelutscht, ja, dass es der Welt gerade so gefällt. Der Welt braucht das Wort Gottes nicht zu gefallen. Das Wort Gottes muss sich nicht rechtfertigen vor der Welt. Wir brauchen uns nicht zu verteidigen. Das Wort Gottes ist das Wort Gottes, was in Ewigkeit Bestand hat. Diese Welt wird vergehen. So ist es. Ja? Von daher, wenn das Wort Gottes wie Feuer ist, dann muss es etwas sein, was wir als Verkündiger des Evangeliums, der guten Nachricht, wie Feuer verkündigen. Ja? Etwas, was Veränderung hervorbringt, was zum einen diese drohende Gericht, diese drohende Strafe, den drohenden Zorn Gottes beinhaltet, der unweigerlich kommen wird auf den Sünder, zum anderen diese Herrlichkeit, diese Einladung, diesen Segen, der damit verbunden ist. Feuer, interessantes Thema. Der Herr hatte mir gesagt, ich soll mich damit beschäftigen. Und je mehr ich mich damit jetzt hier beschäftigt habe in den vergangenen Tagen, desto interessanter fand ich das und bemerkenswert und war wieder gesegnet, weil ich gesehen habe, wie
breit das in der Bibel vorkommt. Das ist fast eines der ganz großen Themen der Bibel, könnte man sagen. Und um da jetzt etwas tiefer einzusteigen, etwas weiter reinzugehen, möchte ich mit dir einen ganz besonderen Tag betrachten. Ich sag mal den Tag des Feuers. Denn es gab einen ganz besonderen Tag im Alten Testament bei den Festen, die dort das Volk Israel, das Volk Gottes gefeiert hat. Und so gibt es für uns einen ganz besonderen Tag. Und das ist der gleiche, es ist der Tag des Feuers. Der Tag des Feuers im Alten Testament ist der gleiche Tag des Feuers im Neuen Testament. Und das ist wirklich cool. Wir schauen uns das an. Vielleicht hast du mal so einen Sederabend mitgemacht. Ein Sederabend, das ist dieser Pessachabend, wo das Passafest gefeiert wird, mit dieser etwa vierstündigen Liturgie, die da gehalten wird, wo es dieses Buch gibt, diese Passahagada, aus der gelesen wird und diese ganze hochfeierliche Zeremonie. Im Rahmen dieser Feierlichkeit bei dem Sederabend zum Passafest gibt es Folgendes. Da wird an einer Stelle wird eine Matzen zerbrochen. Von drei Matzen gibt es und die mittlere wird zerbrochen. Und die eine Hälfte wird in ein Tuch gewickelt und vom Vater irgendwo versteckt. Der Name davon heißt das Afikoman. Und irgendwo im Haus versteckt der Vater dieses Afikoman. Zu einem späteren Zeitpunkt schwärmen die Kinder aus und suchen dieses Afikoman. Und das Kind, was es findet, das ruft, ich fand es, und läuft damit zum Vater. Und der Vater ist, ich sag mal, verpflichtet, dem Kind ein Geschenk zu versprechen. Er macht eine Verheißung. Es ist die Verheißung des Vaters. Und dieses Geschenk bekommt das Kind zu einem bestimmten Tag in der Zukunft. Das ist in jeder jüdischen Familie bis zum heutigen Tag so. Das ist weltweit so und das ist schon seit Jahrtausenden so. Ja? Im Rahmen dieser Passafeierlichkeit. Der Tag, an dem es dieses Geschenk gibt, an dem es die Verheißung des Vaters gibt, ist Schawot. Das ist hebräisch und heißt Wochen, beziehungsweise Wochenfest. Das ist der gleiche Tag, den wir als Christen feiern und den wir als Pfingsten kennen. Zu diesem Tag ist der Vater sozusagen verpflichtet, dem Kind, was dieses Afikoman fand, die Verheißung zu geben. Ich gehe da jetzt nicht weiter auf das Thema Afikoman ein, hochprophetisch, ganz interessant, habe ich in diesem Büchlein über die sieben Feste behandelt. Wirklich richtig, richtig prophetische, interessante Story. Der eigentliche Punkt ist, wer diesen Schatz gefunden hat, der ein Bild ist für Jesus, ja, wer den gefunden hat, bekommt eine Verheißung des Vaters, die es zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt, den wir heute als Pfingsten kennen. Okay. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er, nämlich Jesus, mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die Jünger wussten wahrscheinlich nicht, was kommen sollte. Aber die Formulierung, die Jesus gebraucht hat, war ganz klar. Sie wussten, an welchem Tag es kommen sollte. Das war Schawot. Und das hat er hier gesagt, kurz vor der Himmelfahrt. Ja, das heißt, ihr müsst warten in Jerusalem bis zu diesem Zeitpunkt und dann wird dieses Geschenk kommen. Schawot heißt Wochen. Der Begriff kommt von sieben Wochen, die gewartet werden mussten von diesem Abend an. Ja, sieben Wochen und dann war es eben der folgende Tag. Ne? 49 ist dann der 50. Tag. Und der neutestamentliche Begriff Pfingsten, der kommt von Pentecoste. Das heißt der 50. Tag. Das heißt, es ist also wirklich das Gleiche. Es ist nur einmal griechisch formuliert und einmal hebräisch formuliert. Schawot und Pfingsten. Gut, nach der Himmelfahrt haben die Jünger also gewartet und haben gewartet auf das, was der Herr ihnen geben wird, was Gott ihnen geben wird, die Verheißung des Vaters. Und dann, zu Pfingsten, kam es. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Das war von unvorstellbar wichtiger, großer Bedeutung für die Geschichte der Christenheit. Dieses einzigartige, absolut geniale Geschenk Gottes, der Geist Gottes, der in Menschen hineinkommt, ja, der wurde dort ausgegossen.
Und das war nicht zufällig an diesem Termin und das war nicht zufällig mit dem ganzen Szenario, was da war, sondern das war zutiefst eingebettet in diese alttestamentliche jüdische Geschichte und in das Brauchtum. Denn die Sache war die, Schawot war ein Wallfahrtsfest. Das heißt, da musste jeder jüdische Mann, musste dort nach Jerusalem zum Heiligtum pilgern. Der war etwa 2 Monate vorher schon mal da gewesen zum Passafest, das war auch ein Wallfahrtsfest. Und jetzt musste er wiederkommen. Das war eigentlich nur ein Tag, wo er da sein sollte. Aber dieser Festtag war dramatisch, der war cool, das war fröhlich, da war voller Begeisterung. Es war ein Erntefest und Gott selbst sagt, es soll ein richtiger Freudentag sein. Dieser Tag, ein Freudentag. Ja? Die Festtagsfreude wird von Gott per Gebot angeordnet. Er sagt, ihr müsst euch freuen und zwar ohne Ausnahme, alle. 5. Mose 16, Vers 11 können wir das lesen. Und du sollst dich vor Jahwe, deinem Gott, freuen. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit, der in deinen Toren wohnt, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte wohnen, heißt also alle. Alle sollen sich freuen. Hey, Gott erwartet, dass man sich freut zu diesem Festtag. Warum? Weil es eine besondere Segnung vom Himmel gibt. Und, wie wir später sehen werden, weil es Feuer gibt. Weil es Feuer gibt. Weißt du, an diesem Tag, damals im alten Israel, da haben die Gläubigen, sind in den Tempel gegangen und sie haben einen Korb mitgebracht, einen ganz normalen Korb, so aus Bast, so einen Weidenkorb, irgendwas, haben da irgendwelche Früchte reingetan und sind dann in den Tempel gegangen und sie durften einen Bereich betreten, der sonst strikt für sie verboten war. Nämlich zwischen dem großen Brandopferaltar und dem Tempel. Da durften sie normalerweise nie hin. An diesem Tag durften sie da hingehen mit diesem einfachen Korb mit irgendwelchen Früchten. Und sie sind dann dorthin gegangen, den Bereich, haben diesen Korb hochgehalten. Und dann kam ein Priester von der anderen Seite und hat seine Hand mit unter diesen Korb gelegt. Und dann haben sie hier das so ein bisschen hin und her bewegt. Und das war ein Schwingopfer. Und dieses Schwingopfer, der Korb wurde dann einfach dort abgestellt und alles war super. Gott hatte das Opfer so angeordnet und es war bestens. Da musste kein Blut fließen und nichts. Das war ein besonderes Opfer und mit diesem Opfer durften die Gläubigen so nah ans Heiligtum kommen wie sonst nie. Im gesamten Jahr nicht. Das war ein besonderes Ereignis an diesem Wochenfest. Ja? Und das war eben etwas, was mit viel Freude auch verbunden war. Gut, dann gab es noch ein zweites sehr ungewöhnliches Opfer. Das war sogar noch ungewöhnlicher. Und zwar mussten an diesem Tag ein Speisopfer dargebracht werden. Das bestand aus 2 Broten. 2 Brote. Man hat die Zwillingsbrote genannt. Die wurden wie ein Opfer zusammen angesehen. Und das Bemerkenswerte an diesem Brot ist, sie mussten aus gesäuertem Teig gebacken werden. Gesäuert gebacken werden. So lesen wir in 3. Mose 23, Vers 17. Gesäuert sollen sie gebacken werden als Erstlinge für Jahwe. Weißt du was? Das ist der einzigste Tag, wo etwas Gesäuertes in den Tempel gebracht werden durfte bzw. musste. Denn Gott hat ansonsten absolut verboten, dass dieses Gesäuerte in den Tempel kommt. Das ist ja das Thema, warum Passafest gefeiert wird. Ja? Wo dieses ganze Gesäuerte weggemacht wird und man dann die Zeit ist, der ungesäuerten Brote hat. Also, was hat es denn jetzt mit dem Ding auf sich? Warum sagt Gott denn, auf einmal soll es gesäuert sein? Ja, es muss gesäuert sein. Ansonsten gab es das nicht. Die Interessante bei der Sache ist, wenige Wochen vorher stand eigentlich gemäß dem alttestamentlichen Gesetz auf den Genuss von Gesäuerten die Todesstrafe. Und jetzt sagt Gott, bring es in den Tempel. Bring mir es als Opfer da. Das ist sehr befremdlich, weil es hat eine prophetische Bedeutung. Die beiden Brote stehen für Israel, beziehungsweise die messianischen Juden auf der einen Seite und für die Gemeinde oder sagen wir mal die Heidenchristen auf der anderen Seite. Beide Opfer, sowohl die Brote wie auch dieser Fruchtkorb, waren einmalig und völlig untypisch. Und sie hatten die Bedeutung, dass normale Menschen ungesäuerte Brote, nicht vollkommen, nicht perfekt, die sonst überhaupt nicht akzeptiert werden können,
ins Heiligtum kommen können und von Gott angenommen werden. Also etwas, wo auf einmal wie so eine Tür offen war für Dinge, die ansonsten verboten waren. Etwas, wo ein Segen freigesetzt war, den es sonst nicht gab. Ungeheiligtes durfte ins Heiligtum kommen und wurde von Gott akzeptiert. Die Bedeutung ist, dass zu Pfingsten Unheiliges von Gott angenommen wird. Es ist der Tag, wo Gott seinen Geist, den Geist Gottes, den vollkommenen, absolut heiligen, absolut vollendeten Geist Gottes in unheilige, zerbrechliche, menschliche, schwache, unvollkommene Gefäße hineingibt. Ja? Die Hoffnung der Herrlichkeit gibt er in Menschen hinein. Und das drückt sich schon in dem alttestamentlichen Opferzyklus im Tempel aus. An diesem besonderen Festtag Schawot. Das, was dort gefeiert wurde, war Unvollkommenes darf von Gott angenommen werden. Und genau das ist das, was hier zum Ausdruck bringt. Um den Heiligen Geist zu empfangen, musst du nicht vollkommen sein. Du kannst gar nicht vollkommen sein, denn er ist es, der dir hilft zu wachsen, dass du vollkommener wirst. Es gibt immer wieder Geschwister, die denken, sie müssten erst irgendwie alles Mögliche machen und erreichen und mehr beten und mehr fasten und was weiß ich was, um würdig zu sein, dass der Heilige Geist auf sie kommt oder in sie ausgegossen wird. Völliger Quatsch. Der Heilige Geist ist es, der dich hilft, würdig zu sein vor dem ewigen Gott. Wir sind sowieso als menschliche Gefäße niemals in der Lage, vor Gott würdig zu sein. Wir sind nur würdig durch das, was Jesus für uns gemacht hat, wenn wir ihn annehmen, wenn wir seinen Kreuzestod für uns persönlich annehmen und wenn wir akzeptieren, dass sein Geist es ist, der Geist Jesu, der uns zur Neugeburt bringt und in ein neues Leben hineinbringt. Alles, was wir tun müssen, ist zu ihm hinzugehen, ihn anzunehmen, ihm unsere Liebe auszudrücken und zu akzeptieren, dass er unser Leben nimmt. Würdig zu sein, um den Geist Gottes zu verdienen, kann kein Mensch in seinem gesamten Leben jemals erreichen. Das ist nicht die Absicht Gottes. Das brauchen wir nicht. Und ich habe dir das erzählt, weil ich dir klar machen will, dass schon im Alten Testament, wie so ein Vorschatten, das war, dass man sieht, Gott legt keinen Wert drauf an diesem Tag, dass das irgendwie heilig oder würdig oder vollkommen ist. Nein, er gibt den Geist, damit es vollkommen wird. Er nimmt das Opfer an und mag es auch ansonsten sehr unvollkommen aussehen. Okay, das war der erste Punkt. Der nächste Punkt ist, wenn wir uns anschauen, wie dieses Schawottfest überhaupt entstanden ist, dann werden wir merken, dass es sehr viel mit Feuer zu tun hat. Ich habe gesagt, es ist der Tag des Feuers. Der Tag des Feuers. Das Volk Israel war aus Ägypten ausgezogen unter Mose mit all diesen fürchterlichen Katastrophen, Plagen, war in der Wüste und dann nach der jüdischen Überlieferung sind sie, oder der biblischen Überlieferung, sind sie 7 Wochen gewandert und kamen dann an den Gottesberg, den Horeb. Und dort haben sie ihr Lager aufgeschlagen und das war dann das, wo Mose auf den Berg gegangen ist in die Gegenwart Gottes hinein. Das war das, wo er die Tafeln von Gott bekommen hat, wo die Gesetze drauf geschrieben waren. In dieser Situation, da findet Schawott statt. Also, gemäß jüdischem Verständnis ist das der Tag, wo Israel zum Volk wurde, auch zum Volk Gottes. Weißt du, das waren ja vorher einfach nur, ich sag mal, bessere Sklaven, die ausgebüxt waren aus Ägypten. Man weiß nicht, wie weit waren die als ein Volk wirklich eine intakte Einheit. Was für einen Glauben hatten die? Was war da überhaupt los? Ja, und sie kamen zusammen dort an diesem Berg, haben das Gebot bekommen und an dem Tag, gemäß jüdischem Verständnis, wurde das Volk geboren. An dem Tag kamen sie zu einer Nation. Der Empfang des Wortes, der Empfang des Gesetzes brachte sie dazu, ein freies Volk zu werden. Mose war unterwegs gewesen, hatte wenige Monate zuvor diese Erscheinung mit dem Dornbusch. Der Dornbusch hat gebrannt. Da war Feuer im Dornbusch. Mose ging hin und hat gesagt, das muss ich mir mal anschauen, was da ist. Weil der Dornbusch immer mehr brannte oder immer weiter brannte und nicht verzehrt wurde. Und dann heißt es, dass Gott aus dem Feuer in dem Dornbusch zu ihm gesprochen hat. Und das hat die ganze Sache in Gang gesetzt. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt hier, wo das ganze Volk zu diesem Berg gekommen ist,
erscheint wieder Feuer. Und es erscheint wieder die Stimme Gottes aus dem Feuer heraus. Aber jetzt hat das eine völlig andere Dimension. Jetzt steht der ganze Berg in Flammen. 2. Mose 13, Vers 21. Jahwe aber zog vor ihnen her. Ach nein, jetzt bin ich bei der... Hier bin ich. 5. Mose 4, Vers 10 bis 13. An dem Tag, an dem du vor Jahwe, deinem Gott, am Horeb standest, da tratet ihr hinzu, standet unten am Berg. Der Berg aber brannte im Feuer bis ins Herz des Himmels. Und da war Finsternis, Gewölk und Dunkel. Und Jahwe redete zu euch mitten aus dem Feuer. Und er verkündigte euch seinen Bund, den so halten er euch gebot, die 10 Worte. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Ihr erinnert euch, Mose war unterwegs und da war auf einmal diese Feuersäule da. Die Feuersäule, beziehungsweise Wolkensäule, die auf einmal da war, die die Gegenwart Gottes gezeigt hat. Jetzt kamen sie hier zu dem Berg und auf einmal fing der ganze Berg an zu brennen. Auf einmal war das Feuer Gottes auf diesem ganzen Berg. Das Feuer Gottes war heruntergekommen und hüllte diesen ganzen Berg ein. Und das ist das Szenario, was gemäß jüdischem Verständnis Schabbat bedeutet. Ja, da, in diesem Feuer, in diesen dramatischen Ereignissen, da wurde das Gesetz, da wurde das Wort Gottes gegeben. Und da war die spirituelle Geburtsstunde des Volkes Israels. So, das war mit gewaltigen Naturereignissen verbunden, Naturerscheinungen verbunden. Ja, da waren Gewitter, da waren Erdbeben, da war dieses Feuer. Ja, und das war so erschütternd, das war so heftig, dass die Betrachter gesagt haben, das ist too much, das ist viel too much, das können wir nicht aushalten. Mose, mach du das, wir ziehen uns zurück. Sie wollten in diese Erscheinung des allmächtigen Gottes nicht persönlich involviert sein. Das war zu heftig für sie. Sie haben gemerkt, dieses Feuer ist heilig. Und wenn wir damit in Berührung kommen, dann wird es uns wahrscheinlich vernichten. Das ist lebensgefährlich. Und sie haben gesagt, wir müssen uns davon zurückziehen. Das war ja noch alter Bund. Ne? Es war noch kein vollkommenes Opfer gebracht worden. Wenn wir uns das dann anschauen, an einer anderen Stelle in den Mosebüchern, die gleiche Szenerie beschreibt, 2. Mose 19, Abvers 18, da heißt es, und der ganze Berg Sinai rauchte, weil Jahwe im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Der Hörnerschall wurde immer stärker. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Wie gesagt, das war noch alter Bund. Wir wollen das Feuer des Herrn. Wir wollen sein Reden. Wir wollen seine Nähe. Wir wollen seine Gegenwart. Das ist nur möglich, weil wir durch Christus das vollkommene Opfer haben. Und genau daran, an diese Szenerie, an dieses Feuer, an diese gewaltigen Naturerscheinungen, da denken Juden, wenn sie von Schabbat sprechen. Es hat was mit Gottesfurcht zu tun. Es ist der Tag des Feuers. In diesem gewaltigen Szenario, in diesem gewaltigen Feuer, ja, da ist Mose hineingestiegen. In die Gegenwart Gottes, in die Herrlichkeit Gottes. Das Gesetz Gottes ist nicht irgendwie so erschienen, das ist aus dem Feuer herausgekommen. Gott hat aus dem Feuer gesprochen und er hat sein Gesetz aus dem Feuer herausgegeben. Wir müssen uns ein Verständnis dafür bekommen, wie dramatisch das war. Ich meine, das war ein sagenhafter Einschnitt in die Geschichte der Menschheit, dass der allmächtige Gott sein Wort, seine Anordnung den Menschen gibt und sagt, leb danach und du wirst gut leben. Ganz entscheidend. Und so heißt es in 2. Mose 24, Vers 17, das Aussehen der Herrlichkeit Jahwes aber war vor den Augen der Söhne Israels wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Und diese Aussage, Gott ist ein verzehrendes Feuer, die findest du mehrfach in der Bibel, unter anderem auch im Neuen Testament. Hebräer 12, Vers 29 heißt es, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das müssen wir uns bewusst machen. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er erscheint im Feuer, er kommt im Feuer. Feuer ist sozusagen wie sein Element. Und deshalb ist es auch so, dass der Heilige Geist mit Feuer in Verbindung kommt. Schauen wir uns gleich noch an. 5. Mose 9, Vers 3 sagt Mose, so erkenne denn heute,
dass Jahwe dein Gott es ist, der vor dir hinübergeht in das verheißene Land, als ein verzehrendes Feuer, was die Feinde vernichtet. Oder im Psalmen finden wir das, im Psalm 50, Vers 3 beispielsweise. Unser Gott kommt, Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Wie gesagt, also Feuer ist kein Randthema in der Bibel, ist nicht irgendwas, was so nebenbei ist. Feuer ist etwas, was Gottes Element ist. Und eigentlich sollen wir brennende, heiße Leute sein. Wir sollen Feuerleute sein. Wir sollen Menschen sein, in denen das Feuer Gottes lodert. Wir sollen das Wort haben, was brennend ist, ja, was wie ein Feuer ist und darin vorwärts gehen. Wir sollen Leute sein, die die Werke der Finsternis verbrennen. Ja, es soll etwas sein, was von uns ausgeht, von unserem Leben ausgeht, wo der Herr uns gebraucht, um einfach etwas zu bewirken. Und weißt du, damals am Horeb, dort in der Wüste, da war dieser Berg in Bewegung, da war Erdbeben, da hat sich alles Mögliche da getan. Aber es sollte ein Tag kommen, und das ist etwa 1500 Jahre später, und da hat der Herr wirklich, wirklich den Himmel bewegt. Das war in Jerusalem. Und es war genau dieser Festtag, dieses Schawottfest, der Tag des Feuers, der Tag des Gesetzes, der Tag dieser Herrlichkeit, der Tag dieser Gotteserscheinung. Und an dem Tag kamen die Jünger da zusammen oder waren zusammen in diesem Obersaal und da wurde der Heilige Geist ausgegossen. Der Ruach HaKodesh, Heiliger Geist. Ja? Pfingsten. Und das findest du in Apostelgeschichte 2. Ich hatte gerade gesagt, Schawott ist für das Volk Israel der Höhepunkt der Gottesoffenbarung gewesen. Und was jetzt passiert, am gleichen Tag ist ein erneuter Step, ein größerer Step der Gottesoffenbarung, in dem nämlich der Heilige Geist ausgegossen wird. Das gab es vorher ja nicht. Im Alten Testament finden wir Fälle, wo der Heilige Geist auf Menschen war. Aber jetzt wurde er in sie hineingegossen. Eine völlig andere Qualitätsstufe. Und dieser Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes war eben auch der Tag des Feuers. Ne? Und jetzt hat, schau, bei dem Ereignis dort in der Wüste, da hat Gott ihnen ja diese Tafeln gegeben und Mose hat diese Tafeln gebracht und es waren steinerne Tafeln. Es war eine äußerliche Sache. Es war etwas, wo die sich dran halten sollten, was aber so schlecht geklappt hat, wenn du die Geschichte des Alten Testaments liest. Also das war ja ständig Abfall, Abfall, Abfall und Probleme und Strafe und Zorn Gottes und so weiter, weil die Leute waren nicht in der Lage, das Gesetz zu halten. Es war äußerlich. Aber durch den Heiligen Geist sind wir, jeder Mensch, der den Heiligen Geist hat, ist in der Lage, das göttliche Gesetz zu halten auf einem ganz anderen Level. Und das finden wir schon mehrfach im Alten Testament, beispielsweise bei Hesekiel. Hesekiel 11, Abvers 19. Da heißt es, und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben und sie werden das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen. Ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Das heißt, mit dem Heiligen Geist sind wir in der Lage, das Gesetz Gottes zu halten, durch den Geist, der uns es offenbart. Ja, nicht durch äußerlichen Druck, nicht durch äußerlichen Zwang, sondern durch den innewohnenden Geist, der uns genau zeigt, wie es gut ist und wohlgefällig ist, nach dem Herrn zu leben. Dass der Heilige Geist an diesem Tag ausgegossen wurde, war, wie gesagt, kein Zufall. Die Verheißung des Vaters, schon durch das uralte Brauchtum angekündigt. An genau diesem Tag gab es die Verheißung des Vaters. An diesem Tag des Feuers fiel der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat den Menschen gemäß diesem Gesetz des Alten Testamentes, jetzt befähigt, das Gesetz wirklich halten zu können, vor Gott gerecht sein zu können, durch das, was Jesus für uns getan hat. Im Grunde genommen kannst du sagen, das Volk Israel, was an diesem Tag geboren worden ist, und die Gemeinde Jesu, die am genau gleichen Tag geboren worden ist, haben am gleichen Tag Geburtstag, nämlich an Schawott bzw. Pfingsten.
Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes war auf einmal alles anders. Die Jünger waren vorher verschreckt, waren vorher verängstigt, haben sich versteckt, ja, haben sich irgendwo verschanzt. Und auf einmal gehen sie auf die Straße in der Autorität und in der Power des Herrn, gehen vorwärts, ja, machen den Mund auf und sie bewirken etwas. An dem einen einzigen ersten Tag gibt es gleich 3000 Bekehrte. Ja. Und es ist so, dass sie im Grunde genommen vorwärts gegangen sind und als kleiner, winziger Haufen die gesamte Welt auf den Kopf gestellt haben. Und da gibt es noch eine interessante Parallele zwischen dem alttestamentlichen Schawot und dem neutestamentlichen Pfingsten. Nämlich als Mose die Tafeln von Gott empfangen hatte und mit den Tafeln vom Berg wieder runterging, aus dem Feuer Gottes heraus, was war denn da passiert? Da hatte das Volk sich das goldene Kalb gemacht. In der Folge dieses goldenen Kalbes lesen wir in 2. Mose 32, Vers 28, und es fielen vom Volk an jenem Tage etwa 3000 Mann. Was lesen wir beim Pfingstereignis? Apostelgeschichte 2, Vers 41, und es wurden an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzugetan. Merkst du den Effekt, worum es darum geht? Das eine gibt Leben, das andere gibt den Tod. Ja? Das eine ist etwas, was aus dem Geist herauskommt. Das andere ist ein Gesetz, was man versucht, vom Äußerlichen her zu halten. Wir haben etwas Wunderbares empfangen als Kinder Gottes, den Heiligen Geist. Wir dürfen auf gar keinen Fall diese unermesslich kostbare und wertvolle Gabe gering achten. Und es gibt leider, wirklich leider, christliche Gruppierungen, die, da hast du fast den Eindruck, der Heilige Geist ist unerwünscht. Ja, da wird nicht drüber gesprochen, da wird nicht drüber sich beschäftigt. Das ist irgendwie so ein unwichtige Randerscheinung. Hallo, der Heilige Geist ist in dir. Und er ist derjenige, der dich in alle Wahrheit leitet. Wenn du dem Heiligen Geist keinen Raum in dir gibst, dann bist du eben nicht in alle Wahrheit geleitet, dann bist du eben im Irrtum geleitet. Dann bist du von den Einflüsterungen des Feindes geleitet. Und das ist extrem gefährlich. Wir müssen ein Verständnis dafür haben, wer der Heilige Geist ist und wie wichtig und wie kostbar er für uns ist. Wir kennen natürlich die Story aus Apostelgeschichte 2. Da heißt es, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ich sag mal so, die Zungen aus Feuer, die Zungen des Geistes, die Zungen des Herrn haben sich mit den normalen fleischlichen Zungen verbunden und deshalb konnten sie auf einmal aussprechen im Geist, was der Herr ihnen auszusprechen gab. Und auf einmal war alles anders. Auf einmal war da eine Kraftfülle da. Auf einmal war eine Begeisterung da. Auf einmal war ein Mut und eine Zuversicht da, dass sie als Zeugen vorwärts gegangen sind und wie schon gesagt, die ganze damalige Welt komplett auf den Kopf gestellt haben. Denn in Apostelgeschichte 17, Vers 6 lesen wir, dass man ihnen vorwirft, diese haben den ganzen Erdkreis aufgewiegelt. Du weißt ja was? Uns gelingt es als Christen kaum, unsere Stadt aufzuwiegeln, um mit dem Evangelium zu erreichen. Schon gar nicht das Land. Ich glaube da übrigens, dass sich das ändern wird. Aber das ist das, was der Herr möchte. Er möchte, dass wir in der Kraft des Evangeliums, in der Power des Evangeliums, in der Kraft des Geistes vorangehen und das, was er uns gesagt hat, nämlich die Missionsbefehle, dass wir es umsetzen. Ja? Er will, dass wir in dem wandeln, was er gesagt hat, dass wir tun sollen. Und viele Christen machen irgendwas, aber nicht das, was der Herr gesagt hat. Aber wir werden für das gerichtet. Wir werden für das beurteilt. Gott wird uns fragen, was hast du gemacht? Hast du das gemacht, was ich dir gesagt habe? Hast du die Talente und Funde, die ich dir gegeben habe, gut und weise eingesetzt? Wie hast du es umgesetzt? Und das wird für manchen, auch wenn er ein toller Christ ist, keine gute Sache sein. Johannes der Täufer hat etwas Interessantes gesagt. Er sagte, er, und meinte damit Jesus, wird euch mit Heiligen Geist
und Feuer taufen. Nun, es gibt Menschen, die sagen, das ist eins, also die Taufe im Heiligen Geist und Feuer, die Feuertaufe ist eine Einheit. Und es gibt Menschen, Theologen, die sagen, nein, das sind zwei verschiedene Taufen. Das eine ist die Taufe im Heiligen Geist, das andere ist eine Extra-Taufe im Feuer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie das zu verstehen ist und wie das zu beurteilen ist. Aber es ist tatsächlich so, dass man sich nach mehr ausstrecken kann. Und der Slogan ist, Gott hat mehr für dich. Und egal, auf welchem Level du bereits leben magst, mit dem, was du mit dem Herrn schon erreicht hast, mit dem, wie du mit dem Heiligen Geist schon vorangehst, vielleicht hörst du sein Reden gut. Ja, vielleicht hast du schon Träume, Visionen, Bilder. Vielleicht bist du schon effektiv in Evangelisation. Vielleicht bewirkt der Herr schon was durch dich. Aber du kannst dich nach mehr ausstrecken. Er hat mehr für dich. Er hat nämlich Feuer für dich. Er hat Feuer für dich, indem du vorwärts gehen kannst, in der Kraft des Heiligen Geistes ganz andere Dinge zu tun, als du bis jetzt gesehen hast und erlebt hast. Stell dir vor, an deinem Arbeitsplatz, du fängst an für Leute zu beten und sie werden geheilt. Auf einmal sieht das ganze Ding völlig anders aus. Dein Leben wird sich verändern. Ja? Stell dir vor, in deinem Umfeld irgendwelche verhaltensauffällige Menschen, sonderbare Menschen, psychisch kranke Menschen, du betest für sie und sie werden befreit. Die Situation verändert sich innerhalb von kürzester Zeit und dein Leben wird sich verändern. Wann? Dann, wenn du in der Kraft des Geistes vorwärts gehst. Dann, wenn du mit dem Feuer des Geistes ausgerüstet bist. Dann, wenn du getauft bist in dem, was der Herr für dich hat. Schau mal, damals beim Pfingstereignis sind die losgegangen, es ist was passiert. Es ist auch nicht nur beim Zungenreden geblieben, sondern da war eine Dynamik drin. Wie gesagt, die haben den Erdkreis erschüttert. Wir brauchen ein Pfingstereignis für uns ganz persönlich, jeder Einzelne, was genau das bewirkt. Dass wir rausgehen, dass was passiert, dass diese sterbende, elende, furchtbare Welt, die wirklich also dabei ist, in den Abgrund zu schlittern, man braucht nur die Augen aufzumachen, ja, dass diese Welt gerettet wird. Ich sage mal kurz vorm Abschmieren, ja, gerettet wird und in die Ewigkeit des Herrn hineinkommt. Millionen von Menschen, das ist dein und mein Job. Und dafür sind die Jahre, die uns noch bleiben, einfach gesetzt, dass wir sie nutzen. Und dazu brauchen wir dieses Feuer. Die damaligen Jünger wurden auf einmal zu mächtigen Männern Gottes. Sie wurden zu Leuten, die vom Geist geleitet sind, vorwärts gegangen sind, Zeichen und Wunder getan haben. Das ist das, was der Herr für uns hat. Und deshalb hat Jesus auch gesagt, in Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Nämlich das Feuer des Heiligen Geistes. Das Feuer der Veränderung, das Feuer, das etwas bewirkt. Wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Er hatte etwas, wo er wusste, das brauchen die Jünger, das brauchen die Menschen, das brauchen diejenigen, die ich hier schule. Das brauchen sie, um vorwärts gehen zu können und diese Welt zu erreichen. Der Feind kann uns mit allem Möglichen, mit Theologie und mit Repressalien und mit Verfolgung und allem Möglichen, kann er uns versuchen zu vernichten. Aber eins kann er uns nicht rauben. Das Feuer des Heiligen Geistes, wenn wir es am Brennen halten. Das Feuer des Heiligen Geistes ist das, was dich und mich vorantreibt, in den Werken Gottes vorwärts zu gehen, das Reich Gottes wirklich zu bauen. Und so ist dieser Heilige Geist etwas, was extrem wichtig für uns ist. Und die Bibel sagt beispielsweise, er ist derjenige, der uns das Zukünftige verkündet. In der momentanen Situation, in der wir uns momentan befinden, hier, ganz aktuell heute, du, ich sag dir, wir müssen wissen, was zukünftig auf uns zukommt, damit wir uns präparieren können, damit wir wissen, wie wir stehen können, damit wir wissen, wo sind wir denn, wie man so schön sagt, auf dem Zeiger der Weltenuhr? Wie viele Minuten vor 12 sind wir denn? Wie viel Zeit haben wir denn noch, das zu tun, was der Herr uns aufgetragen hat zu tun, nämlich alle Völker zu Jünger zu machen? Alle Völker, weißt du, was dazu gehört? Deutschland gehört dazu. Österreich, Schweiz. Ich meine, Italien, Frankreich, Polen, auch alle. Aber eben auch Deutschland. Und Deutschland ist nicht zu Jünger gemacht. Wirklich nicht. Da ist ein Job zu tun. Der Herr erwartet, dass wir da aktiv sind. Und das ist etwas, wo wir von unserem Dienst wirklich vorwärts gehen wollen. Wo wir sagen, das ist es, weshalb wir das machen, was wir machen. Wir wollen sehen, dass Menschen gerettet werden. Deshalb haben wir diese Broschüre, der Spaziergang, wo wir vorhin das Zeugnis hatten, geschrieben. Ja? Deshalb haben wir diese Broschüre mit den prophetischen Worten geschrieben, wo wir sagen, das muss raus. Die Leute müssen wissen, was Gott sagt und was seine Absichten sind. Und nicht nur, was irgendwelche Mainstream-Medien dir erzählen.
Oder irgendwelche auf der anderen Seite schrillen Verschwörungsgeschichten, die erzählen. Du musst wissen, was Gott sagt. Ja? Und deshalb ist es entscheidend wichtig, sich mit dem Thema Prophetie zu beschäftigen. Gut. Okay. Der Ruach ist von größter, entscheidendster Bedeutung für jeden Gläubigen. Er hilft uns, das Leben nicht im Fleisch, sondern im Geist zu leben, durchzubrechen. Er hilft uns, geistliche Frucht zu bringen. Er hilft uns, die Werke zu tun, die der Herr haben möchte. Und so lesen wir in Römer 8, Vers 14, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf dieses Büchlein hinweisen. Dennis Bennett, Bitten um den Heiligen Geist. Ich hatte da vor einigen Wochen drüber gesprochen und es ist ein Buch, was mich persönlich sehr, sehr gesegnet hat, wo mein persönlicher Durchbruch war in der Beziehung mit dem Heiligen Geist, Geistestaufe. Es ist ein Buch, was eigentlich viele Fragen beantwortet und so weiter von einem Geistlichen, der Zehntausenden von Leuten in verschiedensten Gruppierungen und Kirchen geholfen hat, in die Geistestaufe durchzubrechen. Dieses Buch ist aber schon seit langem, langem, langem vergriffen und es gibt es wirklich nicht mehr auf dem Markt. Ja, also es ist komplett vergriffen, aber wir können dir das zuschicken als PDF. Falls du an dem Punkt sagst, ich brauche da Hilfe und ich möchte gerne was haben, ich schicke dir das als PDF einfach zu. Schreib mir einfach an über unsere Webseite, einfach ein kleines Mail, dann schicken wir dir das PDF zu. Vielleicht ist es das, was auch für dich in deinem Leben genau den Durchbruch in das Feuer Gottes hinein bringt, was du brauchst, was für dich notwendig ist. Also einfach kleine Sache für uns. Wenn du es haben willst, es kann zum größten Segen für dich werden. Für mich und für viele andere, denen ich es gegeben habe, wurde es jedenfalls zu einem riesigen Segen. Eine zweite Sache ist das hier. Das ist ein Buch, was wir verkaufen in unserem Shop. Überrascht vom Heiligen Geist. Auch sehr, sehr cool. Das ist ein Buch, kostet 14,80 von einem lutherischen Pfarrer, allerdings aus Australien, der super cool geschrieben hat. Also wirklich sehr gut zu lesen, sehr schön. Und seine persönliche Reise, wie er dem Heiligen Geist begegnet ist. Gerade für uns Deutsche, von der Art, wie der da rangeht, köstlich und sehr hilfreich. Auch gerade mit diesen Sachen, was ist, wenn ich hinten umfalle oder die Kontrolle verliere und solche Sachen. Das behandelt er also wirklich ganz wunderbar. Kannst du, wenn es dich interessiert, bei uns im Shop bekommen. Überrascht vom Heiligen Geist. An der Stelle dachte ich, passt das gut, einfach nochmal darauf hinzuweisen. Denn es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja, jetzt ist ja schön, ich will ja mehr. Aber wie, was jetzt? Und da sind diese beiden Bücher einfach etwas, was dir zum Segen werden kann. Okay, soweit erstmal zu diesem ganzen Thema Schabbat und Pfingsten. Aber weißt du, die Bibel hat noch viel mehr für das Feuer Gottes, was für uns, wo wir sehen, dass das Thema Feuer wichtig ist für Gott. Ich hatte schon von der Feuersäule gesprochen. Die Gegenwart Gottes in der Feuersäule. Ja? Gott, da heißt es, der Herr aber zog vor ihnen her bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Das heißt, Gott war in der Säule. Gott war in dieser Gegenwart. Das war die Gegenwart Gottes, wahrscheinlich die Schekina-Herrlichkeit. Er war dort und er war bei ihnen. Sie konnten ihn sehen. Sie brauchten nur zu gucken und die Gegenwart Gottes war da. Ja? Und zwar in dieser Form von dieser Feuersäule. Sie war während der Wüstenwanderung bei ihnen. Ein sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes. Cool, das würden sich doch viele von uns wünschen, dass man sehen könnte, Gott ist da. Im Geist weißt du, dass Gott da ist. Und wenn du mit dem Heiligen Geist richtig gefüllt bist und vorwärts gehst, merkst du auch, dass der Herr da ist. Aber hier hat er eben das Volk damals diese Gnade geschenkt, dass er tatsächlich sichtbar, dauernd, dauerhaft gegenwärtig war mit der Feuersäule. Und während der Wüstenwanderung, nachdem Mose eben diese Tafeln und so weiter empfangen hatte, bauten sie ja die Stiftshütte. Diese Stiftshütte war eben das Heiligtum, dort in der Wüste sehr präzise beschrieben. Und es hat gedauert natürlich, bis sie das gebaut hatten.
Und das war etwas, was Gott sich als seine Wohnstadt erwählt hat. Eigentlich eine komische Geschichte. Das war ja nun ein relativ kleines Zelt, überschaubar. Ja, unten stand es auf dem Boden der Wüste. Da war der Wüstenboden, der Sandboden, der war unten. Ja. Die Bundeslade beispielsweise stand auf Sandboden. Und da waren diese Decken und so weiter in der Wüstenhitze und also eigentlich alles sehr, sehr bescheiden. Auch für damalige Verhältnisse schon bescheiden. Und trotzdem hat Gott gesagt, so möchte ich es haben und das ist etwas, was ich als Wohnstadt haben will. Warum überhaupt? Warum will Gott in so einem komischen Zelt wohnen? Warum will er seine Gegenwart im Zelt wohnen lassen? Und warum ist er dauernd bei dem Volk in dieser Feuersäule? Warum? Ganz einfach. Schau mal, Gott hat den Menschen geschaffen als sein Gegenüber, als sein Ebenbild. Er will Gemeinschaft mit dem Menschen haben. Das ist sein Herzenswunsch. Er will Gemeinschaft mit dem Menschen haben. Und er hat gesagt, ich sag's mal so, ich gehe in das Zelt, nur damit ich bei euch bin. Ich weiß, da durfte keiner reinkommen. In diese Allerheiligste durfte nur ein einziges Mal im Jahr der Hohepriester reinkommen unter einem sehr, sehr rigorosen Vorschriften und so weiter, was er da machen durfte. Ansonsten war es völlig unmöglich, dass die Leute dahin zutreten konnten. Damals, in der Wüste. Ja? Aber Gott wollte wenigstens dabei sein. Er wollte unter seinem Volk sein. Er liebt die Menschen. Er will da sein. So, und dann, bei Pfingsten, ist er in die Menschen hineingekommen. In dich und mich, wenn du wiedergeborener Christ bist. Er liebt uns. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Er will in uns sein. Das ist das, was die Bibel im Neuen Testament wirklich versucht, uns klarzumachen. Die Hoffnung der Herrlichkeit Christus in uns. Und deshalb war er auch bereit, dieses Opfer, diese beiden Brote und diesen Fruchtkorb einfach zu akzeptieren, weil er so eine Sehnsucht nach dem Menschen hat. Gott hat Sehnsucht nach dir. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Er sehnt sich nach dir. Wenn du kein Christ bist, es ist höchste Zeit, dass du dich wirklich mit Gott einfach im Gebet dich ihm nahst und sagst, Herr, zeig dich mir. Wenn du mit mir Gemeinschaft haben willst, ja, zeig's mir, ich bin bereit. Du wirst sehen, dass etwas passiert. Der Herr liebt dich und er hat größtes Interesse daran, Gemeinschaft mit dir zu haben und dich hineinzubringen in die Dinge, die er für dich hat. Und er hat deshalb auch größtes Interesse daran, seinen Geist auszugießen in jeden, der ihn darum bittet. Der Heilige Geist ist da, er steht zur Verfügung. Es ist nicht etwas, wie soll ich mal sagen, was nur für super elitäre theologische Spitzenleute da ist. Nein, es ist für jeden einzelnen Christen, der sich danach ausstreckt, steht es zur Verfügung. Es ist für dich und für mich. Als jetzt diese Stiftshütte, von der ich gerade erzählt hatte, fertiggestellt war, wir haben da viele Monate dran gearbeitet, wird ja genau beschrieben mit dem Altar und mit dem, was innen drin war, Menora und Bundeslade und so weiter. All diese Dinge. Als es endlich fertig war, haben sie ein, ja, sagen wir mal, Fest gefeiert zur Einweihung. Ein Einweihungsfest. Und da lesen wir, und das steht in 3. Mose 9, Abvers 23. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Ne? Da erschien die Herrlichkeit Jahwes dem ganzen Volk. Also nicht nur Mose, sondern dem ganzen Volk. Die Herrlichkeit des Herrn. Und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Stell dir mal die Szene vor. Die Stiftshütte ist fertiggestellt, wird eingeweiht. Mose und Aaron, der Hohepriester, gehen hinein, um sie dem Herrn zu weihen, kommen raus und auf einmal erscheint die Herrlichkeit des Herrn. Und das Opfer, was da dargebracht ist, da kommt aus der Herrlichkeit des Herrn raus Feuer und verzehrt das. Was für eine Szenerie! Das musst du dir mal vorstellen. Und das Volk, alle haben es gesehen, waren erschüttert, waren begeistert, haben gejubelt, weil sie gesehen haben, Gott nimmt dieses Heiligtum an. Und von da an war Gott gegenwärtig in dieser Stiftshütte. In dieser Stiftshütte. Wenn wir dann weiter in der Geschichte gehen, findet David, also Jahrhunderte später, David findet den Tempelplatz, den Ort, wo der Tempel dann darauf errichtet worden ist.
Und dann heißt es in 1. Chronik 21, Vers 26, und David baute dort Jahwe einen Altar und opferte Brandopfer und Heilsopfer. Und er rief zu Jahwe, und der antwortete ihm mit Feuer, das vom Himmel auf den Altar des Brandopfers fiel. Wow! David findet diesen Platz, wo der Tempel gebaut werden soll. Gott sagt, du baust keinen Tempel, das macht dein Sohn. Aber er baut diesen Altar und er opfert dem Herrn. Und zur Bestätigung fällt Feuer vom Himmel und verzehrt das Opfer. Eine Bestätigung Gottes. Feuer vom Himmel. Was ist denn Feuer vom Himmel? Das ist doch das, was der Heilige Geist ist. Feuer, was von oben kommt. Feuer, was aus der geistlichen Dimension kommt. Feuer, was in dir und mir brennt. Das ist interessant, weil hier geht es um die Stiftshütte, um den Ort, wo der Tempel steht. Und jetzt eben das nächste Ding ist, etwa 40 Jahre später nach diesem Ereignis hat Salomo den Tempel gebaut. Salomo hat den Tempel gebaut. David hatte die ganzen Sachen zusammengebracht und Salomo hat den Tempel bauen lassen. Und dann wurde irgendwann ja der Tempel eingeweiht. Und da lesen wir, und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus. Und alle Söhne Israel sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit Jahwes über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an. Und sie priesen Jahwe, denn er ist gütig, seine Gnade währet ewiglich. Das ist genau die gleiche Szene wie bei der Stiftshütte. Die Herrlichkeit des Herrn ist auf einmal zu sehen. Feuer fällt in dem Fall vom Himmel und verzehrt das Opfer. Und das Volk ist dabei und sie beten an, weil sie sehen, Gott hat diese Wohnstadt, diesen Tempel erwählt. Nun, weißt du was? Die Stiftshütte war ja wirklich bescheiden. Der Tempel, also der erste Tempel, der Tempel Salomos, war schon eine andere Nummer. Aber letztlich für den Schöpfer des Universums jetzt auch nicht so, ja, das auch da gilt. Er hat es angenommen, um unter seinem Volk zu sein. Er ist der Herr. Weißt du, Reinhard Bonk hat das ja mal sehr schön gesagt. Er hat das so formuliert. Gott. Die Galaxien sind wie Staub, der aus seinem Gewand fällt, wenn er vorbeischreitet. So ist Gott. Und dieser Gott wohnt in einem aus Menschen gemachten Gebäude. Es ist nur so zu erklären, dass Gott so eine Sehnsucht nach den Menschen hatte, dass er diese bescheidenen Bauwerke, auch wenn die nach menschlichem Ermessen vielleicht sehr prachtvoll waren, dass er die akzeptiert hat für sich, weil er unter seinem Volk sein wollte. Feuer vom Himmel. Feuer, das vom Herrn kommt. Die Herrlichkeit des Herrn, das erscheint. Ja, wir sehen hier etwas bei der Einweihung der Stiftshütte, bei dem Finden des Tempelplateaus, bei der Einweihung des Tempels. Feuer Gottes erscheint. Das Feuer Gottes erscheint. Das ist wichtig. Dann gibt es etwa 120 Jahre später eine Sache, wo auch Feuer erscheint. Da kommt es nämlich zu diesem Showdown von Elia. Elia hatte Ahas herausgefordert. Es kam diese Phase der Trockenheit. Und dann kommt es ja zu dieser, wie soll man sagen, Auseinandersetzung da oben auf dem Karmel. Mit diesen Baalspriestern und so weiter, die dann da ihr Opfer machen sollten, was nicht funktioniert hat. Und wo Elia dann steht. Und dann lesen wir, und zwar in 1. Könige 18, Vers 24, dass Elia sagt, dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen Jahwes anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Da antwortet das ganze Volk und sagte, das Wort ist gut. Hey, das ist genau die Aussage. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Der wahre Gott ist ein Gott des Feuers. Unser Gott ist ein Gott des Feuers. Geistlichen, echten Feuers. Das Feuer des Heiligen Geistes. Das Feuer, das in uns brennen sollte.
So, und die Story läuft dann weiter mit Elia. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opferte, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: Jahwe, Gott Abrahams, Isaak und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Jahwe, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Jahwe, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer von Jahwe herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, und leckte es auf. Als das ganze Volk das sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sagten: Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Es ist immer so, wenn das Feuer des Herrn erscheint, fallen die Leute auf ihr Angesicht. Jetzt pass mal auf, ja, was hier steht. Herr, Gott Abrahams, Isaak und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist. Weißt du was? Heute soll man erkennen, dass es einen Gott gibt, der über Deutschland regiert. Über Österreich, über der Schweiz. Heute müssen wir eine Offenbarung dafür haben, dass das Feuer des Herrn real ist. Und dass die Leute, die da rumhinken und die einfach in falschen Religionen und Götzendienst gefangen sind, dass sie eine reale Begegnung mit einem realen Gott haben. Das geschieht durch Feuer. Ja? Geistliches Feuer. Und dieses Feuer ist etwas, was wir brauchen. Wir können es gar nicht leisten, darauf zu verzichten. Dann haben wir kalte, völlig leblose, tote Religion. Und davon haben wir mehr als genug in der Christenheit. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir müssen heiß sein. Wir müssen das Feuer des Herrn haben. Gottes Herrlichkeit erschien. Sein Feuer erschien. Hat die Stiftshütte erfüllt. Hat den Tempel erfüllt. Was ist denn jetzt? Das war der Wohnort Gottes im Alten Testament. Wo wohnt Gott heute? In dir. Die Bibel sagt, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Mhm. Genau das, was für den Tempel, genau das, was für die Stiftshütte galt, soll für dich gelten. Das Feuer des Herrn soll ausgehen, soll das Opfer verzehren, soll dich erfüllen, komplett. Die Gegenwart des Herrn, die Herrlichkeit des Herrn. Ja? Es soll etwas sein, wo wir einfach verstehen müssen, der Herr hat viel mehr für uns. Der Herr hat viel, viel mehr für uns. Er hat ein Feuer, was in uns brennen soll. Er hat diese Herrlichkeit, die in uns sein soll. Er hat etwas, wo wir uns nach ausstrecken können. Es gibt mehr. Gott hat mehr für dich. Das ist kein Marketing-Spruch. Das ist die Wahrheit. Und jeder darf sich danach ausstrecken, nach mehr vom Herrn. Und das ist eine ernste Geschichte. Das ist nicht was, was beliebig ist. Sondern du musst wirklich drüber nachdenken. Hier eine wichtige Bibelstelle noch. Und ich bin eigentlich schon, ja, komme zum Ende jetzt. Da heißt es, das findest du in 1. Korinther 3, Abvers 12. Wenn aber jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er, der Tag, in Feuer offenbart wird. Es kommt ein Tag des Feuers Gottes. Mhm. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Hey, dein Lebenswerk, was du für den Herrn getan hast oder was du überhaupt getan hast, wird durch dieses Feuer der Herrlichkeit der Gegenwart Gottes irgendwie geprüft werden, geläutert werden. Muss da irgendwie hindurchkommen. Und dann heißt es hier weiter, wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Und jetzt kommt's, unmittelbar danach. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Paulus hat diese Aussage mit dem Tempel in genau dieses Ding eingebettet. Das musst du dir mal vorstellen. Dass wir der Tempel Gottes sind, das bringt er in Zusammenhang mit diesem Feuer und mit den Werken, die wir tun. Mit dem Opfer, das wir bringen. Mit unserem Leben, wie es aussieht. So wie du lebst, hier in diesem Leben, auf dieser Erde, bei aller Gnade, die der Herr für dich hat. Es hat Auswirkungen. Der Herr ist gnädig und barmherzig, sicherlich. Der Herr, er liebt dich. Er liebt dich, er ist immer auf deiner Seite. Aber dennoch, so wie du lebst, es gibt Auswirkungen. Es hat Auswirkungen. Und du musst so leben, dass du in dem Bewusstsein bist, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes lebt in mir. Und der Geist Gottes will durch mich wirken. Er will durch mich fließen. Er will durch mich sprechen. Auch beispielsweise in Zungensprache, durch Prophetie, er will durch mich wirken, durch Handauflegung, Heilung, Befreiung, was auch immer. Er will wirken durch dich, er will dich gebrauchen. Ein Tempel, der zum Segen ist
für viele, viele Menschen. Und auch in 1. Korinther 6, Vers 19 wiederholt Paulus das Bild dann nochmal mit dem Tempel. Da sagt er, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, dass ihr nicht euch selbst gehört? Wenn du Christ bist, dein Leben Jesus gegeben hast, dann hast du ihm dein Leben gegeben. Dann gehört es ihm. Stimmt's? So, dann bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich lade dich ein, so zu leben. So zu leben, dass du in dieser Herrlichkeit und in diesem Feuer des Herrn vorwärts gehst. Ja? Dass du hineinkommst in das, was der Herr für dich hat. Einfach mehr mit dem, was da ist. Der Herr hat so viel mehr und wir dürfen uns ausstrecken danach. Und bevor ich jetzt zum Schluss komme, noch eine letzte Bibelstelle, wo es um die Wiederkunft des Herrn geht. Da heißt es, und das ist etwas, wo ich persönlich glaube, es wird nicht mehr sehr lange dauern. Es wird nicht mehr sehr lange dauern. Übrigens, deshalb ist es besonders wichtig, wie wir in dieser Zeit leben, was wir in dieser Zeit tun. 2. Thessalonicher 1, ab Vers 7. Hier geht es darum, dass eben Paulus darüber spricht, dass der Herr kommt. Und dann steige ich einfach mal hier ein. Und euch den Bedrängten mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer. Wenn der Herr kommt, kommt er mit den Engeln seiner Macht im flammenden Feuer. Ja? Wenn der Herr kommt, kommt er im Feuer. Es ist sein Element. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Feuer, göttliches Feuer. Feuer vom Himmel. Feuer, das zur Verfügung steht. Feuer, das der Herr für uns hat. Feuer, das er dir geben möchte. Ich werde gleich dafür beten, dass dieses Feuer dich einfach erfüllt und durchdringt und du eine Berührung mit diesem Feuer Gottes hast. Aber bevor ich das tue, möchte ich hier noch aus dieser Broschüre, die wir vorhin ja schon erwähnt haben, einen kleinen Teil von einer Prophetie vorlesen, die hier verwendet worden ist. Das heißt, ein Wort speziell an den deutschsprachigen Raum von Reinhard Hirtler. Und da heißt es in dieser Prophetie, viele, viele Christen sind enttäuscht. Also das ist jetzt aktuell, jetzt gesprochen, in diesem Jahr, in der jetzigen Situation. Ne? Viele, viele Christen sind enttäuscht. Ich spüre in meinem Herzen so stark, viele Menschen im deutschsprachigen Raum sind zutiefst enttäuscht. Aber der Herr sagt, schüttle die Enttäuschung ab und mach dich bereit für die Ernte. Amen. Die Ernte kommt. Mach dich bereit, dass ich dich verwenden kann in der Ernte. Trau mir und gib dich mir hin. Lasse los die Dinge, die dich zurückgehalten haben. Lass sie einfach jetzt los. Mach dich bereit für die Ernte. Ich sehe, wie Leute aufstehen werden, die selbst nicht mehr geglaubt haben, dass sie jemals vom Herrn großartig verwendet werden können. Vielleicht trifft das für dich zu. Aber sie haben ein tiefes Schreien in ihrem Herzen. Genau jetzt, wo ich dieses Wort weitergebe, da wird es in deinem Herzen zu brennen beginnen. Ich sehe Flammen, die im Herzen sind. Ganz klein, im ganzen deutschsprachigen Raum, sehe ich viele kleine Flämmchen. Viele, viele kleine Feuerflämmchen im Herzen von tausenden Christen. Das sind nicht große, lodernde Feuer, sondern ganz kleine Flämmchen. Das sind Christen, die noch ein kleines Flämmchen sich bewahrt haben und die sagen, Herr Jesus, ich glaube zwar nicht mehr, dass du mich noch großartig verwenden kannst, aber wenn du etwas tun kannst durch mich, dann bin ich hier, verwende mich. Und dieser einfache Herzensschrei der Hingabe, vom Herrn verwendet zu werden, wird diese kleinen Flämmchen mit anderen kleinen Flämmchen verbinden und es wird zu einem lodernden Feuer werden im deutschsprachigen Raum. Und die Erweckung des Feuers Gottes wird brennen. Und die Ernte von vielen, vielen Menschen wird uns gegeben werden. Amen. Amen. Wir sind Menschen, die im Feuer Gottes vorwärts gehen müssen. Wir sind Menschen, die das Feuer Gottes brauchen. Es ist etwas, was dringend unser Leben erfüllen muss. Das Feuer des Heiligen Geistes. Das Feuer, was uns voranbringt. Das Feuer, das uns aus unserer Bequemlichkeitszone rausholt. Aus dieser Lethargie rausholt. Aus dieser Angst und Bedrückung rausholt. Daraus rausholt, zu denken, wie die Menschen in der Welt denken. Die Bibel verbietet uns, so zu denken, wie die Welt denkt.
Sie verbietet uns dazu, die gleichen Sorgen und Gedanken zu machen wie die Welt. Ja? Erneuert euch in eurem Sinn, sagt sie. Wir müssen denken, wie Gott denkt. Und dazu brauchen wir dieses Feuer. Dazu brauchen wir das Feuer des Heiligen Geistes, was für uns zur Verfügung steht. Ein Feuer, was in unseren Knochen brennen muss, sozusagen. Ja? Und wenn du dieses Feuer willst, dann wollen wir jetzt für dich beten. Einfach, dass du eine Berührung des Herrn erlebst. Wie und wann auch immer, dass er kommt und dich erfüllt mit einer neuen Begegnung, Berührung seines Feuers. Yes. Amen. 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 Yes. Herr, wir segnen jeglichen, der hier zuschaut, jeden Einzelnen, und wir sprechen aus. Es kommt dazu, dass der Mensch, der mehr von dir will, dass er sich ausstreckt, sagt, ja, ich will mehr von dir, dass er jetzt eine Berührung von dir bekommt, dass er jetzt eine persönliche Berührung von dir bekommt. Heiliger Geist, du kennst jeden Menschen, jede Not, jede Situation, jeden Bedarf, der da ist, jeden, der vielleicht kalt geworden ist, der vielleicht irgendwie sich, was weiß ich, was irgendwie enttäuscht ist. Ja, weggekommen ist, enttäuscht ist, irgendwie das geringe hat, eine neue, frische Begegnung mit dir, spreche ich aus. Herr, die Jünger haben es gebraucht, wir brauchen es genauso. Die Apostel haben es gebraucht, wir brauchen es genauso. Die Alten im Glauben, die Vorläufer haben es gebraucht, wir brauchen es genauso wie jeder andere. Wir brauchen es und wir beten darum, Herr, komm mit deinem Feuer, komm mit mehr von dir, komm mit Kraft, komm mit Freude, komm mit einer Erfüllung, die über alles hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Wir brauchen dieses Feuer Gottes in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein und in ganz Europa und in der ganzen Welt. Wir brauchen es dringend. Und unser Herzensschrei ist, Herr, komm mit deinem Feuer auf uns. Yes. Herr, wir danken dir, dass du ein tiefes Werk der Gnade jetzt tust. Yes. Wir danken dir, dass du das Begehren des Herzens erfüllst. Ja. Und dass du deine Pläne und deine Absichten in unserem Land und in unseren Ländern nach vorne bringst, dass du es hervorbringst, dass du diese Pläne Amen. Wirklich zur Erfüllung bringst. Und wenn wir uns umschauen, im Natürlichen ist Erntezeit, ist Sommerhitze, ist Erntezeit eingebracht. Yes. Und im Geistlichen geht es dir in deinem Herzen darum, dass Erntezeit ist. Und Herr, wir wollen mit diesem Feuer in uns laufen. Wir wollen es in uns brennen lassen, dass Menschen uns fragen, dass Menschen ins Fragen kommen, dass wir beteiligte Menschen in der Ernte sind. Herr, wir wollen wirklich Diener sein. Ja. Wir wollen Arbeiter in deinem Weinberg sein. Wir wollen uns nicht zurücklehnen und verkriechen zu Hause und die Welt Welt sein lassen, sondern wir wollen die Welt gewinnen, damit Menschen in eine lebendige Beziehung zu dir kommen. Ja. Wir preisen und wir ehren dich. Wichtiger als je zuvor. Wir preisen. Die Zeit läuft ab. Die Zeit läuft ab. Und nochmal hier dieses Wort von dem Reinhard hier. Ein einfacher Herzensschrei der Hingabe, vom Herrn verwendet zu werden, wird diese kleinen Flämmchen mit anderen kleinen Flämmchen verbinden. Und es wird zu einem lodernden Feuer werden im deutschsprachigen Raum. Das ist Prophetie. Das ist etwas, was ausgesagt worden ist von einem Mann Gottes, der sagt, das hat der Herr zu mir gesprochen. Ein loderndes Feuer in einem deutschsprachigen Raum, im Geist. Dinge werden sich dramatisch verändern. Und die Erweckung des Feuers Gottes wird brennen und die Ernte von vielen, vielen Menschen wird uns gegeben werden. Ohne das Feuer Gottes ist es unmöglich, dass die Ernte kommt. Ohne die Berührung des Heiligen Geistes und diese Bewegung Gottes ist es unmöglich. Wir haben es seit Jahrhunderten versucht und guck, wo wir gelandet sind. Ja, wir brauchen dieses Feuer. Wir brauchen dieses Pfingsten. Genauso wie die Jünger es gebraucht haben, die vorher verschreckt und versteckt waren und ein kleiner Haufen. Und auf einmal hatten sie eine Power und eine Dynamik und sind vorwärts gegangen und haben den Erdkreis erschüttert. Das soll für uns gelten. Und wir glauben wirklich, dass diese Bewegung Gottes kommt. Wir glauben tatsächlich, der Herr hat etwas, das er ausgießen will. Und wer weiß, streck dich danach aus. Yes. Vielleicht ist heute dein Tag, ja, dass du das, was der Herr für dich hat, in Empfang nehmen kannst. Es gibt mehr von Gott. Es gibt mehr Feuer, es gibt mehr Freude, es gibt mehr Begeisterung, es gibt mehr Kraft, es gibt mehr Zeichen, es gibt mehr Wunder, es gibt mehr Heilung, es gibt mehr Befreiung, es gibt mehr. Gott hat mehr für dich. Amen. 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 Ein heißes Thema. Und wirklich Kampf angesagt und Aufstehen angesagt. Und eigentlich ist das das, was wir lieben, wo wir genau mit da reinsprechen wollen in das Leben vieler, dass wir nicht müde werden, sondern jetzt ist die Zeit, wirklich voranzugehen. Ja. Amen. Streck dich aus. Yes. Gott hat mehr für dich. Das ist
Das ist wirklich ganz, die ganz wichtig. Amen. Amen. Ja, sei gesegnet. Geh damit weiter. Ja, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Und wir wollen einfach auch Zeugnisse hören. Wir wollen hören, wie du die Dinge aufnimmst, wo du weitergehst mit dem Herrn. Und sei gesegnet, sei berührt, sei fokussiert auf den Herrn, auch mitten im Sturm. Wenn du die noch nicht hast, schreib uns an. Wir schicken sie dir kostenlos gerne zu. Yes. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Gottes Segen. Sei reich mit gesegnet. Und ciao. Bis nächsten Freitag. Blessings. Yes. Ciao.